herzlich willkommen. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für eure Geduld. Es sind die wenigen Live-Veranstaltungen, die wir hier wieder haben dürfen. Und deswegen dauert das manchmal noch ein bisschen länger. Aber ich denke mal, so können wir uns echt gut hier wieder versammeln. Und deswegen freuen wir uns ganz arg, euch hier im Jazzhaus zum 4. We Talk Freiburg, The Roast Off, diesmal Edition Bundestagswahl, begrüßen zu dürfen. Yeah, geil. Wir machen hier bereits zum 4. Mal eine Art fiese Comedy, so ein bisschen PolitikerInnen pieksen, grillen. Wir wollen das Ganze machen, um Politik ein bisschen nahbarer, greifbarer zu machen und um einfach mal unsere Themen an den Start zu bringen und vielleicht auch ein bisschen, ja, mal unter die Gürtellinie zu gehen, um zu gucken, wie die Menschen dann so reagieren. Oder genau auf den Gürtel zu hauen oder so, das fände ich okay. Uns tut es auch manchmal ein bisschen weh. Genau, ja, das ist okay. Ja. Hauptsache, es ist okay. Ja, zusammenfassend lässt sich diese Veranstaltung beschreiben mit, was meinst du, Jonathan? Das ist eine gute Vorlage, die du gibst. Einfach so, mach mal was Witziges jetzt. Komm, los, sei mal witzig. Das hätte ich den ganzen Abend gemacht. Hat nicht geklappt. I'm so sorry. Aber ein wunderschönes Hallo an alle, die da sind und auch die da drin sind. Die kleinen Online-Mäuschen. Hallo. Wollt ihr euch... Also tatsächlich, man kann auch sich so reinklicken und Sachen machen. So in digitaler Art. Und das ist vielleicht auch das Besondere an dieser Veranstaltung. Es ist natürlich die beste Veranstaltung, die beste Wahlveranstaltung überhaupt in Freiburg. Die speziell auf ein jüngeres Publikum geht und die viel digital macht mit dem Roast noch dabei. Also dann ist es die beste. Okay, Top 5. Bisschen nischig, aber schon wir die gut. Beste wir in der ganzen Area. Ja. Wir schaffen das. Es ist auf jeden Fall die einzige, die euch hier richtig aktiv mit einbindet. Und deswegen könnt ihr jetzt auch alle schon mal eure Smartphones rausschnappen, falls ihr solche Geräte am Start habt. Auch ihr zu Hause, ihr habt jetzt direkt neben eurem Livestream-Quadrat, wie ich das ganz gerne nenne, weil das so ein guter Name dafür ist, für das, was ihr gerade seht. Du bist technisch so drin. Saugeil. Ja, ja. Jetzt noch ein TikTok mal. Jetzt noch ein TikTok. Ja, das schaffe ich dann auch bald. Also, rechts daneben habt ihr, oder links, ich weiß es auch gar nicht so ganz genau immer, ihr müsst einfach schauen, dass ihr daneben eure Interaktionsmodule habt und ihr auf dem Smartphone habt hier zum Beispiel an den Säulen einen QR-Code, den ihr scannen könnt und der euch auf ganz magische Weise zu unserer Interaktionswebsite bringt. Falls ihr das nochmal manuell machen wollt und sehr gerne tippt, könnt ihr auch https://the-roast-off.de eingeben. Dort kommt ihr auch zu unserer Interaktionsseite. Geile Seite. Sehr, sehr geile Sache. Vor allem, wenn ihr Top jetzt auch... Top 5 Seiten. Und wenn ihr jetzt zu mehreren schaut zu Hause, zum Beispiel von einer richtig fetten Beamer-Leinwand und da sind mehrere Menschen, die alle mitmachen wollen, das ist möglich. Ihr könnt einfach jeder und jede euer Smartphone rausholen und dort mitmachen. Und dort wird auch in kürzester Zeit eure erste Interaktionsmöglichkeit aufploppen. Auf ganz magische Weise. Aber bis ihr das erstmal geschafft habt, manche Menschen brauchen da ein bisschen länger, würde ich euch gerne erstmal den Jonathan hier vorstellen. Hier ist direkt eine Frage, das gefällt mir gar nicht, aber ja bitte. Oh, das Internet im Jazzhaus. Herzlichen Glückwunsch für die Digitalisierung in Deutschland. Einmal einen richtigen Applaus. Yes. Juhu. Super. Es gibt hier folgenden Fix. Und zwar gibt es ein Internet hier im Jazzhaus, das heißt The Roast Off, passenderweise. Oh, wir haben ein Problem. Wir sind zu viele. Wir sind einfach zu viele. Zu gute Veranstaltung schon jetzt. Zu gut. Gut, dann entgegen zu dem, was ich vorher gesagt habe, macht doch mal was zusammen. Stimmt euch doch einfach mal zusammen ab. Jeder nur ein Smartphone pro Reihe oder so. Kriegen wir das gefixt? Nein. Okay. Gut. This makes it easy for us. Danke. Wir kriegen das hin. Wir haben auch noch solche Mittel wie Handzeichen. Ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie das funktioniert, aber wir gucken dann einfach spontan so on the go. Wir sind eine ganz... Wir schätzen das. Wir schätzen das dann die Leute ab. Ja, total fair. Wir sind immer total fair übrigens auch. Wir werden auch in Zukunft sehr fair sein. Wir überlegen uns, wie wir das dann gleich bei den wirklich wichtigen Sachen machen. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir die erste Frage rausschießen. Nee, ich würde erstmal gerne noch vorstellen. Entschuldigung, wir haben uns eh noch nicht vorgestellt. Wir sind schon wieder so unhöflich. Mit wem habt ihr es denn heute überhaupt zu tun? Neben mir Jonathan Löffelbein. Was für ein Scheißname, oder?
Also wenn man so scheiße heißt, dann bleiben eigentlich nur noch eine Option. Und zwar Künstler werden und so tun, als hätte man extra diesen Scheißnamen gewählt, um auf irgendwelchen Scheißbühnen zu stehen und halbironisch irgendwelche Scheißwitze zu machen. Seine künstlerischste Idee bisher, seit ich ihn kenne, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, ihn die ganze Zeit Schnörres zu nennen und darüber einen Song zu schreiben, den alle Welt furchtbar witzig findet, nicht wahr? Uff. Naja, also Bliblü Sektalarm ist übrigens auch so einer seiner Go-Tos, einfach mal einen Song darüber schreiben, wie geil Sekt eigentlich ist. Stimmt. Ja, das ist das, was Jonathan so macht. Aber obwohl fast alles, was er so macht, so ziemlich Panne ist die meiste Zeit, ist es die meiste Zeit auch ziemlich witzig. Und deswegen ist er nach der letzten The Roast of OB, also OberbürgermeisterInnenwahl, einfach mal in die Welt gereist, um den Schnörres-Trend dort auf allen möglichen Bühnen zu präsentieren. Und es ist einfach sehr, 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 sehr witzig. Und deswegen freue ich mich unfassbar doll für diese Ehre, dass wir ihn heute wieder hier zum zweiten Mal im The Roast of Format auf den Freiburger Bühnen haben. Und deswegen einen ganz, ganz großartigen Applaus für den einzig wahren Jonathan Löffelbein! Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich bin ein sehr großer Freund dieser kleinen, haarigen Sexraupe auf meiner Lippe. Aber jetzt möchte ich gern die Person links neben mir, oder von euch dann rechts aus, neben mir vorstellen, und zwar Maja Rollberg. Das klingt allein schon wie die billige Kopie einer noch billigeren Kinderserie und mit genau derselben überdrehten Energie einer Emily Erdbeer oder eines Christian Lindners auf Koks. Ich sage hier nicht, dass Christian Lindner kokst. Ich sage nur, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Christian Lindner richtig gern kokst. Der trifft sich richtig gern, hypothetisch, mit irgendwelchen Firmenchefs, absichtlich nicht gegendert, und hat eine richtig gute Zeit, wie er kokst. Aber er macht's nicht. Dankeschön. Es war mir sehr wichtig, das einmal klarzustellen. Eines Christian Lindners auf Koks lebt sie ihr ganzes Leben. Ich kann mir nichts Anstrengenderes vorstellen. Sie kann übrigens sehr schlecht Dinge abschlagen, Grenzen setzen oder Nein sagen, weshalb ich mich frage, ob es die richtige Entscheidung war, sie für einen Roast zu buchen. Aber genau deshalb hat sie auch immer 8 Projekte gleichzeitig am Laufen. Und das ist genau die richtige Anzahl an Projekten, um alles so ein bisschen und nichts richtig zu machen. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz, dass sie nicht nochmal einen normalen Satz oh, ein Vogel! Sie studiert irgendwas mit Umwelt und Politik, als sei diese Welt noch zu retten und würde nicht an Klimakatastrophe und Rechtsextremen vor der Tür warten, stehen, sterbend, alles. Gleichzeitig habe ich sie furchtbar lieb und als Moderatorin vertraue ich mir mein Leben an. In diesem Sinne, fuck me, einen großen Applaus für Maja Rollberg. Jetzt wisst ihr hoffentlich, worauf ihr euch hier mit uns einlässt. Das wird nicht besser. Und deswegen lasst uns doch gleich mal die Fernsteuerung testen. Für die es geht, versucht einfach mal, diejenigen, die vielleicht ein bisschen Internet haben. Ansonsten ihr zu Hause. Wir werden jetzt mal die erste Frage für euch zum Klicken an den Start bringen. Und zwar ist das eine ganz einfache Frage. Ihr könnt jetzt einfach beantworten. So, vielleicht mal Hände hoch, Überfall. Wer kann sich denn einklicken? Also wer hat irgendwie Zugang zu diesem... Wer hat Internet in Deutschland? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sag mittelgut. Das ist. Können wir mal die erste Frage bekommen? Einfach so mal die erste Frage rein. Try. Ja, wisst ihr schon, wen ihr wählt? Einfach mal ein Handzeichen für Ja und ein Nichtzeichen für Nein. Und ihr zu Hause drückt jetzt einfach mal ganz fleißig Ja oder Nein. Aha, oh. Ich wollte gerade einfach nur nach dem Bildschirm. 3 Leute wissen es nicht. Ich kann einzeln mit euch sprechen danach der Show. 3 schaffe ich noch. Mehr Leute in Deutschland wissen, wen sie wählen, als sie Internet haben. Ist auch eine gute Statistik, mit der wir heute Abend rausgehen. Und ansonsten muss ich euch auch vorwarnen, wir werden ein bisschen warten auf die Leute zu Hause. Nicht, weil die gemütlich auf dem Sofa sitzen, sondern weil wir ungefähr 5 Sekunden Latenz haben. Also wenn ich jetzt Hallo sage, kommt das erst in 5 Sekunden bei denen zu Hause an. Liegt auch am Internet ausschließlich. Wir hätten dann aber die nächste Frage zum Testen. Ne? Klickt euch rein, macht eure Hände hoch, das passt schon. Zu welcher Kandidatin tendiert ihr bisher? Mit eurer Erststimme. Vielleicht kommt auch schon gleich was. Da könnt ihr auch schon gleich die Gesichter schon mal sehen, um euch zu freuen. Ah, ja, wir haben hier... Ah,
Guck mal, Joni, wir sehen das auch hier übrigens. Ah, wir sehen das da. Ja. Ja, guck mal. Wenn wir da mal hingucken. Ja, guck mal, was für ein Idiot ich bin. Ich gucke die ganze Zeit. I love it. Fernsehen. Schön. Fernsehen, ja. So geil. Ja. Gut. Ja, das ist doch schon mal ein ganz interessantes Bild. Mal gucken, wie sich das so ändert. Insgesamt, ich weiß nicht, ob die sich jetzt schon so sicher sind, was sie wählen, ob das dabei bleibt. I don't know. Deswegen auch schon gleich die nächste Frage. Und zwar die einzig wahre Frage für den heutigen Abend. Wie heiß soll es heute Abend werden? Und jetzt kennt ihr vielleicht alle schon, die es jetzt hinkriegen, den Insta-Slider. Da könnt ihr mal richtig rauf und runter und am besten, okay, man macht das nicht so, ich weiß. Man macht eine Sache und dann hört man auf, richtig? Ja, und zwar, ich weiß wirklich nicht, was du meinst, aber es ist okay. Niemand weiß es. Und zwar an dieser Stelle möchte ich mal ganz gerne sagen, dieses Stimmungsbarometer, das wird euch durch die gesamte Veranstaltung begleiten. Wir haben hier grüne, rote Farben. Jetzt geht jetzt hier gerade so ein bisschen in die Mitte. Es wird wärmer. Hui, hui, hui. Soll ich mal pusten? Hot, hot. Ja. Vorsichtig mit diesen Sachen. Deswegen haben wir hier so eine schöne Visualisierung von unseren unfassbaren Nerds an der Technik. Da hinten einmal schon mal einen Riesenapplaus für diese großartige Grafik. Ja, wie heiß soll es denn werden jetzt? Was ist denn das? Drei Viertel durch. So, maybe. I don't know. Mhm. Wir werden es auf jeden Fall, wir werden versuchen, nachzuhaken, fies zu sein, witzig dabei zu sein. Und an die Kandidatinnen kann man schon mal vielleicht sagen, nichts davon, was wir sagen, ist persönlich gemeint. Es bezieht sich alles nur auf ihr Parteiprogramm und die Partei und die Position, die sie vertreten. Und ihre historische Verantwortung, nicht wahr? So. Und dann haben wir noch eine letzte Interaktionsmöglichkeit, weil es gibt hier so vier verschiedene Tools, die wir jetzt gerade testen, hypothetisch gesehen, für euch natürlich fleißig am Testen hoffentlich. Und zwar ist unsere Veranstaltung auch The Roast Off, weil wir manche Wörter einfach nicht hören wollen. Richtig? Ja, oder so Phrasen, sowas wie, wir müssen die Zukunft gestalten. Es ist eine große Herausforderung. Es kommt hier auf jede Einzelnen an. Ich habe eine Vision. Dabei muss immer beachtet werden. Oder das ist ja ein Kindergarten hier. Also Transparenz, so als Stichwort. Manche Leute sagen einfach Dinge wie sozial schwach. Die Leute sind nicht sozial schwach, die sind von Armut betroffen. Das hat nichts mit Sozialskills zu tun. Genauso scheiße ist zu sagen, fremdenfeindlich. Ja, Leute sind nicht fremdenfeindlich, die sind rassistisch, Punkt. Genau, und jetzt könnt ihr einfach, ich akzeptiere die Datenschutzrichtlinie, wollen wir auch nicht hören heute. Noch nie gab es mehr zu tun. Ja, das ist auch gut. Mein Mann ist mein größtes Vorbild, der Markt regelt schon. Das. Ich will was verändern, die Grünen sind doch eine Verbotspartei. Okay, wir schaffen das, wollen wir auch nicht hören. Angst vor Linksrutsch. Oh, hier, Joni, können wir alles sehen, hier ist es nicht abgeschnitten, ist auch sehr geil. Ich möchte mich nicht festlegen. Armin Laschet will ich auch nicht hören. Das kann ich jetzt nicht direkt sagen. Der Markt, der Markt regelt das. Der Markt regelt das, ist ein richtig Klimaschutz ist teuer. Oh. Da sind sie. Sie kennen mich. Sätze, die einfach so durchdacht, wäre ich nie drauf gekommen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Jetzt, das wird niemals passieren. Sehr schön. gut, alles wird gut. Okay, wir wissen es eh nicht. Sehr schön, ich würde sagen, dass... Wir versuchen uns das zu merken, wir kriegen das nicht ganz hin. Wir versuchen ein Auge drauf zu haben. Wenn ihr was wiedererkennt, wo ihr sagt, was für eine Scheiße, dann ruft gerne rein, was für eine Scheiße. Und vor allem gibt es für euch zu Hause zu jeder Zeit fast die Möglichkeit, eure Ablehnung und eure Zustimmung per Button uns kundzutun. Und da geht es darum, dass wir einen bestimmten Schwellenwert erreichen, und wir dann, also das ist zu gegebener Zeit, wo ihr dann auch schon mal eure Ablehnung kundtun könnt. Also helft uns gerne dann zu diesem Zeitpunkt. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal an Regeln für euch. Das sollte passen. Mehr Regeln gibt es gleich dann für die Kandidierenden. Würdest du noch ein paar, oder wir würden einfach jetzt sagen, wir holen sie rein, denn wir haben wirklich jetzt Bock, die Kandidierenden reinzuholen. Ich möchte noch ein kurzes Bild aufmachen zu unserem Selbstverständnis. Ist eine kleine Halbwegs-Anekdote. Im antiken Rom, wenn ein Feldherr von der Schlacht zurückkam und richtig gewonnen hat, I guess, gab es riesige Paraden für diese Person. Tausende Menschen. Und was da als Tradition war, dieser Person wurde eine andere Person daneben gestellt. Und die hat immer wieder gesagt, du bist ein Mensch und du wirst sterben. Und das war die ganze Parade entlang. Und das ist unsere Aufgabe auch so ein bisschen, kurz neben diesen PolitikerInnen zu stehen und zu sagen, hey, du wirst sterben, benimm dich.
Und ich finde es auch okay, wir wählen diese Menschen, die dürfen ein kleines bisschen Angst vor uns haben. Das ist unsere demokratische Verantwortung, würde ich sagen. Ja. Wir müssen ihnen allen sagen, dass sie sterben werden. Genau, das machen wir jetzt und deswegen würde ich sagen, holen wir sie doch mal rein. Die haben nämlich jetzt nichts von alledem gehört und wir haben ein paar Songs vorbereitet, die eventuell dazu passen, was sie so, ja. Extra Einlaufmusik, ja. Die wissen auch noch nicht, was sie dann gleich zu hören bekommen. Ja, sie haben schon mal gesagt, Hauptsache es wird nicht respektlos. Ja, also... Yikes. I don't know. Wir schauen mal. Und deswegen würde ich jetzt gerne einfach mal die Kandidierenden hier herzlich willkommen heißen. Wir beginnen mit einem großen Applaus für Tobias Pflüger von der Linkspartei. Er kommt von da. Einmal freudige Erwartung für Tobias Pflüger. Weiter mit Julia Söhne von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Cool. Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde disten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, wer hat uns verraten? Einmal noch kurz hinhören. Ich hoffe, man konnte den Text hören des Liedes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Of course! Jetzt und immer. Und wir machen weiter. Bitte. Mit der Abgeordneten, oder womöglich Abgeordneten, finden wir es raus, von der Partei Bündnis 90. Die Grünen. Chantal Kopf, herzlich willkommen! Was ist das für ein Song, Jonathan? Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In dieser Zeit. Ist schön unsere Erde warm. Fürs Leben wird es hier zu warm. Kämpfen fürs Klima. Kurzstreckenflieger. Und meine. Ist das dieser Jede Zelle meines Körpers ist glücklich Song? Ja. So klingt Veränderung. Ja. Einfach, ja. Oder Autotune da drauf zumindest, dass die. Ja. Fände ich geil. Ja. Me too. Und wir machen direkt weiter mit Claudia Raffelhüschen von der FDP. Herzlich willkommen. Wir haben einen Klassiker ausgewählt dafür. Klassiker. Und wir haben noch einen weiteren Kandidat zu begrüßen. Einen letzten Kandidaten noch. Dann ein großes, herzliches Willkommen an Martin von Marschall. Thank you.
dürfen wir uns rauslösen, oder? Ordnungsruf? Ordnungsruf, Befehl, okay. Passt. Gut, danke. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle mit uns eingelaufen seid. Ich würde sagen, jetzt kommen wir auch direkt dazu, erstmal so ein bisschen euch die Regeln zu erklären. Wir haben das eben schon fürs Publikum gemacht. Es gibt bestimmte Dinge, in die ihr jetzt noch eingeführt werden müsst. Und zwar ist es hier keine normale Podiumsdiskussion, sondern wir sind ein bisschen fieser, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Hier ist alles kurz und knackig. Wir werden Ihnen richtig ins Wort fallen und wir werden vor allem alle Zeiten, die Sie haben, zu sprechen, ein bisschen begrenzen. Aber ich würde sagen, davor geben wir vielleicht auch noch einmal die Bühne frei für eine kurze Vorstellung. Ja, und bevor ihr alle dann ein Mikrofon bekommt und auch sprechen, nee, da haben Sie schon in der Hand, schade, ich wollte Ihnen das erst noch später geben eigentlich. Ja, ich dachte auch. Jetzt können Sie antworten. Trotzdem eine kleine Vorstellungsrunde der einzelnen KandidatInnen und ich werde beginnen mit Martin von Marschall. Martin Christoph Cajetan Freiherr Marschall von Bieberstein. Okay. Ich weiß, was ihr denkt, okay. Ich sag den Namen nochmal, aber nur, weil der so schön nach Nazi-Erbe klingt. Nein, ich glaube nicht, dass Sie das gehört haben. Dann müssen wir einfach irgendwo ein bisschen darauf verständigen, mit wie wir miteinander umgehen. Das ist ein Roast, das ist Satire. Nee, dann müssen Sie auf mich verzichten. Also, ich kann den Text weitergehen. Ja, ich würde nur sagen, also mich unterschwellig hier mit Nazi in Verbindung zu bringen, das lasse ich nicht zu, dann müssen wir die Veranstaltung ohne mich machen. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde den Text weiterlesen und Sie können dann natürlich jederzeit gehen, wenn Sie sagt, das möchten Sie nicht. Das ist in Ordnung. Sehr schön. Und alles, was wir wollen, ist ein klares Bekenntnis gegen rechts. Vielen Dank. Ja, danke schön dafür. Martin Christoph Cajetan Freiherr Marschall von Bieberstein, LOL, hat schon früh gemerkt, dass sein Name nicht auf das übliche Merchandise-Shirt passt. Weil er aus Scham oder aus Marketinggründen das von Bieberstein hat fallen lassen, tut er seit zwei Legislaturperioden als Martin von Marschall in Berlin. Und wenn Sie sich jetzt denken, dieser Mann heißt irgendwas mit von, ist bei der CDU, kann der Typ noch langweiliger werden? Ja, sein Hobby ist Vogelkunde. Nichts tun, rumgucken und sich dafür feiern lassen, hat er mit der CDU genau die richtige Partei gefunden. Obwohl Freiburg die grün-links versiffte Öko-Hauptstadt ist, identifiziert sich Rotarier Herr von Marschall als der von hier. Wie gut sich das bei einem verkauft, der in einem Schloss in der March residiert, da darf dann jede Person für sich selbst entscheiden. Und wir machen direkt weiter mit Claudia Raffelhüschen. Man könnte jetzt natürlich auch noch mal auf den schon wieder echt beschissenen Namen eingehen. Warum klingen eigentlich alle PolitikerInnen so gleich? Vielleicht, weil nur eine kleine Handvoll Menschen... Das ist einfach ein sehr schwierig auszusprechender Name. Und wir haben irgendwie immer wieder diese Probleme, dass wir sagen, oh, das klingt irgendwie so deutsch oder das klingt so, dass man aufpassen muss, wie man das jetzt aufspricht. Wir heißen auch Rollberg und Löffelbein. Wir sind im gleichen Boot. Es ist vor allem ein sehr deutscher Name. Und warum ist es dieser so Name, der so wahnsinnig danach klingt, als hätte man irgendwann mal Geld besessen? Also ich weiß nicht, warum es immer so darauf hinausläuft, dass nur eine kleine Handvoll von privilegierten Menschen es schaffen, so viel Zeit in Networking und Parteiarbeit investieren zu können, sodass wir letztendlich immer wieder mit den gleichen Personen landen. Wie kann das eigentlich sein, diese Oberschicht diesen Beruf ergreifen können? Naja, nur auf die Lächerlichkeit eines Namens einzugehen, wäre wahrscheinlich schon wieder viel zu viel Inhalt für jemanden von der FDP. Ich meine, wie regiert man denn, wenn der Markt eh alles regelt? Hä? I don't know, vielleicht spielt man dann den ganzen Tag Golf, nicht wahr? Die letzte Netflix-Serie, die sie geschaut hat, war Follow the Money. Kein Scheiß. Claudia Raffelhüschen liebt die FDP. So sehr, dass wenn man sie fragt, wie viel ein Liter Milch kostet, sie sagt, keine Ahnung, 15 Euro. Raffelhüschen optimiert sich gerne und ihren Körper auch gerne selbst, am liebsten mit Hilfe von YouTuberin Pamela Reif. Das ist eine Fitnessfrau, die auf YouTube unfassbar viele, wahrscheinlich am meisten in Deutschland oder über Deutschland hinaus, Klicks generiert.
Ich hoffe, dass sie in letzter Zeit trotzdem genug Zeit hatte für Abs and Core Workout, denn jetzt geht's weiter in die Magengrube. Ich merke, das Publikum ist verunsichert, die KandidatInnen sind verunsichert, wir sind verunsichert. I love it. Ja. Vorsicht, was man gebucht wird und wofür man Karten kauft. An uns alle anscheinend. Chantal Kopf, das toxisch gut gelaunte Gesicht der Grünen. Natürlich ist sie ihr Frühaufsteherin, die den Tag am liebsten mit einem regionalen Apfel beginnt. Ärztinnen hassen sie. Und natürlich bezeichnet sie sich als zielstrebigen Genussmensch aus dem Schwarzwald. Boah, lass mich kurz kotzen bei so viel Positivität. Wie fühlt es sich eigentlich an, zu wissen, dass man herangezüchtet wurde, um möglichst viele konservative WählerInnen abzugreifen? Europa, dafür kämpfen wir. Und zukunftsfähige Industrie. Wenn das mal nicht nach absolut leeren Phrasen und Umweltschutz klingt, der eh nichts verändern wird. Jetzt noch ein Foto in einem Sonnenblumenfeld und betonen, wie wichtig es ist, mit den Leuten vor Ort zu sprechen, damit man merkt, wie viel die auch bewegen und was sie bewegt und wie wichtig das ist. Und wie sehr darf man schon jetzt durch den politischen Fleischwolf gedreht worden sein. Chantal Kopf. Kommen wir zu Julia Söhne. Ach, Julia Söhne. Da schafft's die SPD seit Jahren nicht, mal irgendwas Vernünftiges oder irgendwas anderes als einen alten, weißen Mann an die Spitze zu bringen. Aber jetzt hat's ja endlich geklappt. Mit Listenplatz 43 oder so, hab nicht nachgeschaut, das war zu weit unten. Es gibt übrigens genau zwei Gründe, um SPD-Mitglied zu werden. Entweder man findet es richtig geil, die CDU aber in heimlich zu sein. Oder man sagt sich, oh wow, die SPD hat echt viele Fehler gemacht, aber da ist irgendwo ein guter Kern, eine Sache, die ich ändern kann. Ich kann die SPD ändern. Klingt nach einer toxischen Beziehung? Ja, ist es auch. Und Julia Söhne, ignorieren Sie eigentlich die letzten 8 bis 20 Jahre weg, was die SPD so gemacht hat? Oder wie halten Sie die kognitive Dissonanz aus, was für Menschenrechte und ArbeiterInnen machen zu wollen, aber gleichzeitig in der SPD zu sein? Und Ihr größtes, Julia Söhnes größtes politisches Ziel ist das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Mit der SPD? LOL! Ach, wir wären in diesem Text ganz gerne noch persönlicher geworden, anstatt nur die SPD zu bashen, was ja irgendwie jeder kann. Aber dafür sind sie leider zu unwichtig. Es gibt im Internet nichts Persönliches über sie zu finden. Gut, sie schlachten ihre Hochzeit für den Wahlkampf aus und da waren auch 1, 2 Bilder mit Kindern. Aber das ist ja kein Mensch. Das ist ja nur Inszenierung. Ein Applaus für Julia Söhne. Bitte lächeln. Tobias Pflüger. Jo, keine Ahnung, ehrlich. Ist halt ein Linker und damit per Definition bedeutungslos. Ein Mann, der so viel redet und so wenig macht, dass sein Kinn mittlerweile Kresse angesetzt hat. Ansonsten meint er alles lieb und gut. Pflüger ist nämlich Pazifist. Weil das gegen Nazis ja auch so gut klappt, muss man nur sehr oft halt Stopp sagen, dann wird das schon. Genau wie mit den Bundeswehreinsätzen, oder Herr Pflüger? Ach ja, jetzt sagen Sie doch mal, wollen Sie jetzt eigentlich eine Revolution oder nicht? Weil wenn die Dienstag ist, dann muss ich arbeiten, da kann ich nicht. Und es ist tatsächlich eine Leistung, seit 20 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffen zu sehen und es als Linke nicht zu schaffen, nicht über die 8% zu kommen. Das ist Arbeitsverweigerung. Oder zählt das bei Ihnen als Berufspolitiker dann schon als Streik? Anyway, Sie sind halt ein richtiger Tobias. Und was machen Tobias in Deutschland am liebsten? Richtig, grillen. Herzlich willkommen. Das war jetzt schon mal unsere Einstiegsrunde und Sie merken, das ging teilweise ein bisschen unter die Gürtellinie. Ja, hups, das kann in der Politik ab und zu mal passieren, I'm sorry. Das Schlimmste ist das aber gewesen, glaube ich, auch schon. Das Schlimmste haben Sie geschafft. Genau. Dann nochmal einen Applaus, oder? Ein Applaus für alle Kandidierenden.
Ja, sehr schön. Und wir kommen auch gleich zum inhaltlichen Teil, wo es einfach ein bisschen darum geht, Ihnen auch eine Bühne zu bieten. Wir finden nur, so ein Einstieg ist ganz wichtig, weil wir eben immer wieder daran erinnert werden müssen, dass wir alle sterblich sind, nicht wahr? Und vor allem uns der Öffentlichkeit preisgeben müssen. Und deswegen gibt es auch ein paar Regeln, die wir jetzt noch zusätzlich einführen, die sich nämlich das Publikum gewünscht hat. Ein paar Dinge, die sie einfach nicht sagen dürfen, weil wir sie schon so oft gehört haben, weil wir echt keinen Bock mehr auf diese Sätze haben, wie zum Beispiel, ich akzeptiere die Datenschutzrichtlinie. Auch zum Beispiel, oh Gott, ich habe ein totales Blank. Also, was wurde geschrieben? Wiebke. Einmal schon der Wiebke. Wiebke, stimmt. Schau da, also, Wiebke, I don't know. Der Markt regelt das schon. Sehr schön, vielen Dank. Es gab auch noch den Wunsch. Komm, können wir reinrufen, wer hat noch was gesagt? Ja. Armin Laschet. Armin Laschet darf man nicht mehr sagen. Fremdenfeindlichkeit. Olaf Scholz darf auch nicht mehr gesagt werden. Gut, wir werden einfach nicht mehr über Bundestag... die Parteien hassen sich, I love it. Gab es sonst noch? Sonst können wir auch noch einfach darauf eingehen, was wir noch hatten. Zum Beispiel, es kommt auf jeden Einzelnen an. Ja. Das wollen wir nicht mehr hören. Man muss abwägen, Vision, all diese Phrasen, auf die haben wir keine Lust. Aber wir werden einfach mal schauen, wir hoffen auf Ihre Unterstützung und dass Sie einfach hier mit reingehen, dass Sie sagen, nö, dass das wollen wir nicht mehr hören. Erkennen. Ganz genau. Aber es gibt hier auch noch weitere Regeln. Und zwar haben wir einmal ein Konfetti, das geworfen wird, wenn es darum geht, dass bestimmte Gruppen verallgemeinert werden. Darauf haben wir nämlich auch absolut keinen Bock. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, wir können ja das jetzt mal probieren mit dem fremdenfeindlich, ist zum Beispiel auch etwas, wo wir sagen würden, yo, scheiß drauf! Muss nicht sein, muss das heißt sein. Rassistisch. Genau, ja. Vielen Dank. Dann geht es auch weiter mit den Regeln zum Senf. Warum liegt das? Wir werden für viele Fragen ein Zeitlimit haben. Das wird dann sein, ihr habt pro Person halbe Minute Zeit, eine Minute Zeit zu antworten. Und wenn das passiert, wird es euer Mikrofon drunter geregelt. Und gleichzeitig, wenn ihr aber merkt, ihr wollt ja noch mehr sagen, oder ihr widersprecht einer Person, dann habt ihr unter euren Stühlen 3 Tuben Senf. Ihr könnt quasi euren Senf dazugeben. Dann muss allerdings diese Tube Senf auch abgegeben werden, ne? Passend zum Grillen. Da möchte ich was dazu sagen, da möchte ich was reingehen. Zack, eine Tube Senf rein. 3-mal habt ihr quasi diesen Joker. Und dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt alle richtig Bock habt und schon richtig eingestimmt seid, ich glaube, euch ist auch ähnlich heiß wie mir. Oh, ich darf sowas nicht machen. Dann würden wir einfach direkt starten. Und für euch zu Hause vor allem, die mit gutem Internet zu Hause, dürft ihr auch schon gleich auswählen, was für eine Zusatzauftaktfrage wir den Kandidierenden hier vor Ort stellen. Das heißt, ihr habt jetzt schon mal die Interaktionsmöglichkeit, wo ihr auswählen könnt, was wir als letztes fragen. Und wir starten jetzt schon einmal mit einer Rundrunde. Das heißt, Sie können sich alle schon mal Ihr Mikrofon schnappen. Wir würden gerne einfach als erstes einmal wissen, was ist denn Ihr Lieblingsort in Freiburg? Wer hat gerade schon die Hände frei? Tobias Flieger, wollen Sie einfach starten? Sind schon ready aus. Oder? Genau. Wir haben übrigens... Ja, das möchte nicht reden. Nö, lieber nicht machen. Gut. Wir haben lieber nicht mitregieren. Nee. Wir haben übrigens auch gesagt, dass wir alle duzen können. Ich habe damit immer noch Probleme und jetzt weiß ich auch nicht, ob das Du vielleicht wieder Spitze. Zurückgenommen wurde aufgrund von irgendwelchen Dingen. Aber ich würde einfach jetzt sagen, Matern, fang doch einfach an. Was ist dein Lieblingsort in Freiburg? Der Schauinsland. Der Schauinsland. Alles klar, wir gehen weiter. In Klasse. Klasse. Spitze. Die 30 am Bangkok. Alles klar? Yeah. Der Kanonenplatz. Kanonenplatz. Alles rund um Schlossberg. Sehr schön. Der Schönberg. Ich weiß, der ist nicht in Freiburg, aber er ist direkt von meinem Balkon aus zu sehen. Schönberg, the clue is in the name, wie man auch sagt. Die nächste Frage. Oh, das hat gedauert. Dankeschön. Aber die zwei Lacher nehme ich mit. Die klaue ich mir. Die nehme ich mir später auf. Was ist für Sie typisch Deutschland? Können wir die Runde einfach zurückreichen? Oder brauchen Sie noch Überlegungszeit? Wir wollen Überlegungszeit. Also ein bestimmtes Auftreten von Polizei ist für mich typisch Deutschland. Und das ist, finde ich, was sehr unangenehm ist, aber so ist es. Nicht zu konkret, bitte, nicht zu konkret. Ja. Socken in Sandalen. Schuldig. Olaf Scholz schön weiter rumwursteln. Burn. Kein Tempolimit auf Autobahn. Verdammt viele tolle Nichts Vereine. Nichts für Ihren Porsche. Habt ihr das verstanden? Können Sie es noch einmal sagen? Verdammt viele tolle Vereine. Super, danke. Ich habe es noch nicht akustisch verstanden.
Wunderbar, dann fragen wir als nächstes direkt, wofür schämt ihr euch denn am meisten im bisherigen Wahlkampf? Wir fangen wieder hier an. Irgendwas so ein bisschen... Wo sie selbst sagen, cool. Oh, boah, komm, da habe ich verkackt. Das hätte besser laufen können. Alles richtig gemacht. Kann man auch weitergeben, kein Problem. Wir müssen eh richtig Zeit aufholen. Ja. Also persönlich fällt mir gar nichts ein, aber ich schäme mich für diese unzählige Flut von Plakaten. Das finde ich eklig. Finde ich. Oh. Wir hatten, also da waren Julia Söhne, Matern von Marschall und ich dabei, kürzlich eine Videoaufzeichnung für eine Kandidatinnenvorstellung bei Baden FM und da war Thomas Seitz von der AfD dabei. Die AfD ist ja Gott sei Dank heute hier nicht vertreten und der Vertreter der AfD hat einfach dreiste Lügen über die Corona-Impfung verbreitet und wir haben da so gut wie möglich versucht, dazwischen zu gehen, aber trotzdem hatte der Typ einfach viel zu viel Raum, das zu verbreiten und das war eine Situation zum Fremdschämen, aber wo man sich auch selber ein bisschen hilflos gefühlt hat, wie kann man da jetzt am besten dieses Vorgehen stoppen, das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Ja, falls sich noch jemand gefragt hat, warum wir die AfD nicht eingeladen haben. Also ich glaube, ich kann mich da anschließen, das war zumindest der Tiefpunkt bisher des Wahlkampfs. Ansonsten auch einige unangenehme Gespräche mit Corona-Leugnern und Corona-Leugnerinnen am Stand. Davon gibt es gerade relativ viele. Ja. Also interessant finde ich ja von der Geschichte, dass der eingeladen wird und wir nicht. Doch, ihr wart auch da. Ihr wart ja. Okay. Herr Klenk, heißt okay. Er so? Gut, gut. Gutes Zeichen. Machen Sie weiter. Ich will an das anschließen, was Julia Söhne gerade eben gesagt hat. Am Stand stehen gerade ist nicht immer nur angenehm. Da kommt so mancher vor allem und lässt alles Mögliche ab. Da gibt es Dinge, die will man nicht erlebt haben. Vielen Dank. Dann gehen wir in die nächste Frage hinein. Was fanden Sie bisher von Ihren KonkurrentInnen am peinlichsten? Wir machen es ganz einfach. Die Person zur Rechten eine Sache sagen, wenn sie sagen, nee, das war peinlich. Und wenn es ist, komm, Klopapier am Schuh. Es ist mir scheißegal. Sagen Sie irgendwas. Bitte, bitte, gebt uns irgendwas von Futter. Also ich habe schon der Claudia vorhin direkt gesagt, das CR-T-Shirt finde ich peinlich. Aber es liegt auch daran, dass ich Cristiano Ronaldo nicht leiden kann. Stimmt. Ja. Ich finde das super, weil ich meinen Hund nicht mitbringen konnte und dann trage ich ihn hier im Herzen. One down, four to go. Chantal Kopf. Ich kann mir aussuchen. Ja, so, such dir aus. Regeln bedeuten nichts okay. mehr. Okay, also ich finde es sehr schade, dass Herr Matern von Marschall bei sehr vielen Veranstaltungen leider nicht teilnimmt und da auch oft die Anmerkung der Veranstalter kommt, dass nicht mal eine Rückmeldung gegeben wurde, nicht mal eine Vertretung geschickt wurde. Das ist für einen direkt gewählten Abgeordneten, glaube ich, nicht ganz passend. Und dann finde ich aber auch peinlich, wenn man damit wirbt, dass man keinen Listenplatz bekommen hat und die eigene Konkurrentin von den Grünen sich diesen Listenplatz hart erkämpft hat. Und jetzt will man aber eben auch noch das Direktmandat. Und das finde ich auch, ich verstehe das, aber eben es überall hinzuschreiben, in Erstwählerbriefe, Seniorenbriefe, darauf aufzubauen, dass ich mir diesen Listenplatz erkämpft habe, finde ich einen merkwürdigen Politikstil. Bitte, Frau Raffelhüschen. Ja, ich bin ja immer schnell mit Kritik dabei, aber ich muss sagen, dass es sehr harmonisch ablief. Und ich habe jetzt echt Zeit gehabt, nachzudenken und ich finde die alle nett. Also, sorry. Entschuldigung. Selbst die Linken. Ihr wollt ja regieren miteinander. Meine Erzfeinde, die Grünen sogar. Es fällt uns allen schwer. Sorry. Herr Pflüger? Also, es ist schade, wenn sie es jetzt so gesagt hat, aber die wirklich peinliche Nummer war bei Jobrat zum Themenbereich Tempolimit,
wo dann die Aussage kam, nein, ich will mit meinem Porsche aber die Autobahn runterrasen. Das habe ich so nicht gesagt. Nein, das ist richtig. Ich habe gesagt, wenn man mich fragt zum Tempolimit und ich muss ehrlich antworten, als Porsche-Fahrerin können Sie sich die Antwort vorstellen. Okay, der Unterschied ist minimal. Aber hätte ich gesagt, nein, ich selbstverständlich, Herr Pflüger, ich bin ganz Ihrer Meinung, 130 reicht nicht, wir machen nur 120. Hä, geht's noch? Wäre ja voll unehrlich gewesen, also. Gut, für einen authentischen Wahlkampf, Applaus! Wenn dem... Einer fehlt noch, oder? Haben wir alle? Fällt dir noch was ein? Jemandem? Nee. Gut. Alles klar, wunderbar. Gehen wir weiter. Dann würden wir einfach weitermachen mit der nächsten Frage. Und zwar, beschreiben Sie die Person neben sich mit 3 Worten. Und da würde ich einmal nach links geben und dann gehen wir einen Kreis rum. Sie dürfen jetzt, Verzeihung, du darfst einmal Claudia beschreiben in 3 Worten. Charmant, charmant, ehrlich und gerade raus. Chantal ist jung. Stimmt, check. Objektiv, check. Jung, eine Frau bei den Grünen. Boom. Nee, bitte machen Sie weiter. Wir kennen mich schuldig. Alles gut. Wie, bitte nicht? Was? Nicht das Wort Küken, es kommt auch auf die Liste. Nein, um Gottes Willen. Nein, sie ist jung, sie ist erstaunlich charmant und was ich gut bei ihr finde, ist, obwohl 3 Worte. Obwohl sie grün ist, isst sie Fleisch. Das wunderbar. Gut. Erstaunlich charmant ist auch so ein bisschen so ein Backhand-Kompliment, oder? Hätte ich nicht gedacht, aber ganz okay. Erstaunlich, ich dachte, die Grünen wissen das mit dem Vegetarismus und den CO2-Einsparungen. I don't know. Okay, gehen wir weiter. Julia Söhne ist engagiert, Social-Media-Kennerin und Kaiserschülerin. Was? Geil. Ist auch geil. Tobias Pflüger ist links, authentisch und außenpolitisch versiert. Als ein Wort. Ja, okay. Rechtschreibung lassen wir mal weg. Danke. Und wir gehen jetzt einmal hier rum. Martin von Marschall ist der andere Abgeordnete, den es auch noch aus Freiburg gibt. Das waren nicht 3 Worte. Das war schlecht. Vielen Dank. Und wir haben jetzt eine Zusatzauftragfrage, die vom Publikum beantwortet wird. Haben wir da schon die Auswertung? Ihr dürft jetzt entscheiden. Zwischen den 4 Fragemöglichkeiten. Und dann dürfen die Kandidierenden die auch nochmal beantworten. Immer schön. Die einzige Veranstaltung, bei der man aufs Handy gucken soll. Ja, guckt aufs Handy. Checkt nicht eure Mails. Bastelt Memes. Und so. Oh, es gibt da auch übrigens nochmal das Stimmungsbarometer, was ihr hier auch schon seht. Wir haben hier grün für Zustimmung. Und jetzt hier. Welchen Satz sollt ihr vervollständigen? Einmal, das größte Problem in Deutschland ist... Und bitte nur diesen Satz fertig machen, ja? Wir wissen, ihr seid alle PolitikerInnen, ihr wollt das gerne noch weiterziehen. Da kommen wir später zu. Und nur, bitte wenn das Publikum Satz. Das will. Im Jahr 2030 wird Deutschland. Eine Revolution wäre für mich, wenn... Und das Anzünden von Autos ist... Punkt, Punkt. Jetzt schauen wir mal, was das Publikum sagt. Welche Frage soll denn beantwortet werden? Sieht nach größtes Problem in Deutschland aus. Oh, wir werden inhaltlich... Dann beginnen wir doch sehr gerne. Martin von Marschall, würden Sie beginnen? Was ist das größte Problem in Deutschland? Ein Satz. Das größte Problem derzeit in Deutschland ist, dass immer mehr Menschen glauben, der Staat könne alle Probleme lösen. Vielen Dank, wir gehen weiter. Das größte Problem in Deutschland ist die Demografie. Das größte Problem in Deutschland ist, dass die Klimakrise immer noch nicht ernst genommen wird. Das größte Problem in Deutschland ist die Klimakrise und dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Geschickt 2 Themen reingebracht. Niemand gemerkt, dass da nicht an die Regeln gehalten wurde.
Das war so schön formuliert, dass ich das genauso unterstreichen würde. Das größte Problem in Deutschland ist tatsächlich, dass die Klimakrise nicht angegangen wird, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich viel zu groß ist und dass wir zunehmend rassistische Verhältnisse hier haben. So, und als nächstes, und Verzeihung, wir müssen ein bisschen Zeit einsparen, deswegen würde ich gerade einmal ganz kurz überlegen, ob wir direkt zum Duell springen oder ob wir noch einmal nachfragen, nachgrillen. Es ist, wir sind im zeitlichen Verzug. Wir labern schon wieder zu viel. Heieiei. Also, das heißt, wir würden einfach direkt mal in die erste inhaltliche Runde springen. Und zwar geht es darum, dass wir hier die Kandidierenden einmal im 1 gegen 1 Duell sehen wollen, damit es richtig roastig wird. Und es gibt auch natürlich gewisse Regeln, nicht nur die Zeitbeschränkung, ihr dürft auch nicht treten. Ja. Nicht treten, nicht spucken. 1 gegen 1 ohne treten. Schaffen wir das? Gut, fantastisch. Dann beginnen wir mit dem ersten Duell. Das ist das Duell der alten weißen Männer. Wer hat die runzligsten Eier und die hängsten Eier? Und wer glaubt überhaupt, dass diese Metapher überhaupt irgendwas über Kompetenz aussagt? Sie sitzen schon im Bundestag. Bitte Martin von Marschall und Tobias Pflüger bitte einmal hier in die Mitte hinstellen und sich gegenüber so anschauen. 1 gegen 1, ohne treten. Wie lange soll ich hier noch rumhampeln, bis Sie aufstehen und hinkommen? Es ist mir langsam sehr unangenehm. Bitte stehen Sie auf. Dankeschön. Sehr schön. Dankeschön. Für Sie bereits im Bundestag. Ein Applaus, ja. So, und die erste Frage. Erste Frage, dafür haben Sie eine Minute Zeit zum Beantworten. 60 Sekunden. Lassen Sie sich gerne Zeit, ab dem ersten Wort würde ich sagen. Sie sitzen schon im Bundestag. Wie haben Sie jeweils die letzte Legislatur geprägt und warum sollten Sie noch mal ran? Bitte, Herr Pflüger, beginnen. Ich bin ja dann Mitglied im Verteidigungsausschuss geworden und habe dort, glaube ich, durchaus Akzente setzen können. Zum Beispiel habe ich mitgeholfen, die Bewaffnung von Drohnen zu verhindern oder Rüstungsprojekte bekannter zu machen und zu kritisieren oder die rechten Netzwerke in der Bundeswehr öffentlicher zu machen. Oh mein Gott, war das unter der Zeit? Ja, wenig Gründe, alles klar, wir geben weiter an Martin von Marschall. 60 Sekunden. Ja, ich durfte in dieser Legislaturperiode stellvertretender Sprecher meiner Fraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sein und habe mich besonders intensiv mit den sehr vielfältigen Problemen in Sahara, im Afrika südlich der Sahara befasst und habe festgestellt, das heißt, das ist keine ganz neue Feststellung, aber eine, die uns Anlass geben muss, sehr viel mehr noch darin zu investieren, dass die wahnsinnig vielen Probleme, die die Menschen dort haben, von Terrorismus bis zu den Folgen des Klimawandels, Anlass für uns sein müssen, dass wir uns noch sehr viel mehr dort engagieren. Weil es ganz einfach so ist, dass wenn wir nicht den Menschen dort helfen, ihre Situation zu stabilisieren und ihr Leben zukunftsfähig zu machen, dann kommen letzten Endes die Probleme zu uns. Vielen Dank. Die nächste Frage, und wir haben jetzt nur 30 Sekunden Zeit. Wo hat Ihr Gegenüber in der letzten Legislatur am meisten versagt? 30 Sekunden, wir beginnen wieder hier. Und 30 Sekunden, go! Er war wie ich war stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss, er war Vollmitglied im Europaausschuss und es gab dort eine Reihe von Debatten, wo ich mir gewünscht hätte, dass auch mal von Seiten der Regierungsfraktion ein bisschen heftiger reingegangen worden wäre und das ist einfach nicht passiert. Vielleicht Beispiel? Einfach... Schon rum? Nein. Sie haben noch, ich habe Ihnen die Zeit genommen, Sie haben jetzt noch 5 extra Sekunden, um ein Beispiel zu nennen, ein konkretes Beispiel. Ja, Europaausschuss ist es relativ häufig so, dass Gäste da sind und man kann einfach da sehr viel klarer auch als Regierungsvertreter. Dankeschön. Vielen Dank. Und bitte, Martin von Marschall. Also vielleicht mal vorausgeschickt, ich würde keinem Kollegen persönliches Versagen vorhalten, insbesondere auch nicht in der Öffentlichkeit. Und zum Zweiten, ich schätze den Kollegen Pflüger in seiner, sagen wir mal, Entschiedenheit,
was seine pazifistische Position angeht. Aber ich finde insbesondere die Evakuierungsaktion der Bundeswehr für die Menschen aus Afghanistan hierher nicht zu unterstützen, das war grob fahrlässig. Alles klar, da haben wir eine Kritik in der Öffentlichkeit. Vielen Dank. Jetzt geht es darum, dass kann man... Senf, kann ich Senf, weil das geht mir auf die... Sie können Bitte. Ihren Senf jetzt dazugeben. Wir haben den ersten Senf. Low! Senf, 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 Senf. Warum hat das geklappt? Super weird. Wie lange habe ich? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Wie lange habe ich denn? Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit für die extra Senftube. Jeder hat da nochmal 60 Sekunden. Gehen Sie sparsam und weise damit um. Und also es ich gehöre gehör zu den wenigen, die das Mandat, was wir vorgelegt bekommen haben, konkret kenne. Das Annegret Kramp-Karrenbauer hat mir gegenüber gesagt, es ist ein robustes Mandat, robust mit Evakuierung und ein All-in-One-Mandat. Und die Evakuierung selber spielt eine untergeordnete Rolle. Es war ein Kampfeinsatz und es war so, dass wir quasi als Linke, die immer den Afghanistan-Einsatz kritisiert haben, jetzt plötzlich am Ende, wo quasi das völlig verkackt wurde, dann zustimmen sollen. Und das war richtig, dem nicht zuzustimmen, sondern zu sagen, diese Form von Einsatz, der uns da vorgelegt wurde, war falsch. Er war bis 30. September terminiert, er war auf ganz Afghanistan terminiert und es war ein Kampfeinsatz, also war es völlig richtig, dem nicht zuzustimmen, wenn es eine reine Evakuierung gewesen wäre. Es war sie nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat mir das auch so bestätigt. Deshalb völlig richtig, da quasi nicht dem zugestimmt zu haben. Und insgesamt der Jetzt geben Sie aber hier den Senf ab. Abgeben, Senf, vorbei. Dankeschön. Dankeschön. Nächste Frage. Es fiel mir etwas schwer, den Namen Laschet in dem Kontext nicht zu sagen. Ein Applaus dafür. Dreißig Sekunden für die nächste Frage. Was hat Ihr Gegenüber in der letzten Legislatur richtig gut gemacht? Fangen wir doch hier an, ich finde das fair. Man kann diese Staubwolke so richtig, ja. richtig sehen und hören. I love it. Das ist echt eine hohe Anforderung, dass wir uns hier loben müssen, aber... Sie haben 30 Sekunden. 30 Sekunden. Und go. 30 Sekunden. Ich schaffe das noch. Wir haben es hinbekommen, fraktionsübergreifend tatsächlich Initiativen zu unterstützen. Und das ist nicht bei allen CDUlern möglich. Insofern war das eine gute Aktion von dem Kollegen Martin von Marschall, dass er zum Beispiel auch dafür ist, dass das Krankenhaus in Breisach zum Beispiel ein deutsch-französisches Modellprojekt werden könnte. Das war gut, dass er das auch unterstützt. Vielen Dank. Und die Antwort? Ich sehe schon, wir kommen uns näher, Kollege Pflüger. Was Sie richtig gut machen, ist wirklich in allen Debatten eigentlich der gesamten deutschen Öffentlichkeit klarzumachen, dass eine Regierung mit der Linken wirklich das ist, was Deutschland auf keinen Fall gebrauchen kann. Pfui! Also das war ja kein Kompliment, Entschuldigung. Aber diese Aperçu beiseite, wir sind wirklich in sehr guter Zusammenarbeit in den Projekten des Grenzüberschreitenden, auch zum Beispiel, was die Bahnstrecke Freiburg-Kolmar angeht. Ja, da ist jetzt leider keine Zeit mehr für. Vielen Dank. Ich würde auch sagen, insgesamt haben wir erstmal genug von Ihnen beiden. Vielen Dank, machen Sie doch bitte einmal Platz und einen großen Applaus für Martin von Marschall und Tobias Pflüger. Und es geht weiter mit zwei jungen Damen, Fräuleins, Mädels oder was ihr sonst noch Sexistisches im Wahlkampf bisher gehört habt, nehme ich an. Wir klären noch ganz kurz, oder ihr dürft euch schon mal hinstellen, wir klären noch ganz kurz, wer hat das Duell gewonnen? Können wir einmal eine Abstimmung haben? Tobias Pflüger oder Martin von Marschall? Ihr dürft euch schon mal gegenseitig totstarren. Baut die Spannung auf und wir sehen hier einmal, wer sagt, wer hat gewonnen? Ah ja, ihr dürft jetzt alle hier mit, wer von euch hat Internet? Schaltet euch mal rein. Einmal Handzeichen, wer sagt, Martin von Marschall hat gewonnen? Einmal Handzeichen, okay, hier im Raum. Ich kann es total schlecht schätzen. Und wer sagt, Tobias Pflüger hat gewonnen? Einmal Handzeichen.
okay, das sieht nach einer Mehrheit aus, alles klar, wir gehen ins nächste Duell. Das Publikum zu Hause sagt 80-20, das ist relativ eindeutig. Und dann sind wir auch schon ready und hitzig für das nächste Duell. Aber wenn ihr bisher schon diese sexistischen Verniedlichungen gehört habt, nehme ich an, dass das auch genau der Grund für eure beiden Parteien ist, euch aufzustellen, nämlich damit ihr dem entgegenwirken könnt, weil eure Parteien auch gemerkt haben, dass Repräsentation gerade ein hippes Thema ist und das bei den Kids echt richtig gut ankommt. Tada! Chantal Kopf, Julia Söhne für Veränderungen und ihr beide wollt nämlich an richtig gerne jetzt Karriere machen und denkt, das ist euer Moment. Wollen wir doch mal sehen, ja? Wo sind überhaupt eigentlich die Unterschiede zwischen euch? Und wie können wir euch beiden überhaupt auseinanderhalten? Denn ich nehme an, das ist für nicht alle so einfach. Ihr habt beide null Erfahrung auf Bundesebene. Warum sollt ihr jetzt dahin? Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Wir fangen einmal an bei Chantal Kopf. Ja, danke. Also ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich eine Partei habe, für die ich voller Überzeugung antrete bei dieser Bundestagswahl, weil diese Partei, die Grünen, als einzige schon immer die Klimakrise ernst nimmt und auch in Zukunft die einzige Partei sein wird, die in der nächsten Bundesregierung da wirklich anpackt. Und deswegen verstecke ich meine Partei nicht, verstecke meine Kanzlerkandidatin nicht, sondern stehe voll dazu und habe deswegen eben auch den Rückenhalt, den Rückenwind aus meiner Partei. Und das unterscheidet mich echt, dass ich da mit dem Team der Grünen Partei antrete bei dieser Wahl. Ich bin anders als Frau Söhne nicht im Gemeinderat, aber ich habe zum Beispiel für Kerstin Andrehe gearbeitet und dadurch auch Einblicke in die Bundespolitik bekommen, bin im Grünen Landesvorstand, also durchaus nicht ganz unerfahren, was natürlich tatsächlich, da hast du vollkommen recht, oft ein Thema ist, was ich wirklich unterirdisch finde, dass jungen Frauen wie Frau Söhne und mir immer unterstellt wird, irgendwie keine Erfahrung zu haben, was völliger Schwachsinn ist. Aber das ist nicht der Grund, warum ich antrete, sondern tatsächlich für meine Themen. Natürlich will ich ein Zeichen setzen als junger Mensch, gerade beim Thema Klimapolitik. So viel dazu erstmal. Sehr schön. Und wir machen gleich weiter. Immer wieder gegen die Erfahrung mangelnde, vor allem Fähigkeiten anzukämpfen. Julia Söhne, warum Bundestag? Warum du? Also ich möchte den nächsten Bundestag angehören, weil ich gern mit meinen kommunalpolitischen Themen, mit denen ich hier schon Erfahrung gemacht habe, Thema Wohnungspolitik, Thema Pflege auch und Thema Klima in den Bundestag möchte. Ich möchte dafür kämpfen, dass es einen bundesweiten Mietenstopp gibt, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich besser werden und dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, gerne zusammen in der rot-grünen Koalition und möchte einfach jetzt den nächsten Schritt wagen und deshalb Ihre neue, direkte, gewählte Abgeordnete werden. Zeit gespart. Zeit gespart, sehr, sehr gut. Dann haben wir die extra und können wieder versuchen, wieder reinzuholen. Die nächste Frage, 30 Sekunden Antwortzeit. Wir kennen Sie schon. Wo wird Ihr Gegenüber in der nächsten Legislatur am meisten versagen? Bitte, Chantal Kopf, beginnen. Sich in der SPD-Fraktion durchzusetzen, die das machen wird, was Olaf Scholz sagt und nicht das, was Julia Söhne sagt, leider. Wow, 10 Sekunden, bam! Hey! Gut. Und die Frage zurück. Kriegen wir 10 Sekunden zurück oder werden es mehr? 30 Sekunden, Julia Söhne. Ich glaube, dass auch Chantal Kopf merken wird, dass es nicht so einfach ist, zu regieren, Verantwortung zu übernehmen. Und ich hoffe sehr, dass wir eine gemeinsame Regierung haben und habe aber die Befürchtung, dass die Grünen eigentlich lieber mit der CDU und FDP koalieren wollen, es auf Jamaika rausläuft. Und das wäre ein ganz großer Fehler, wenn es dazu kommen würde. Vielen Dank. Jetzt auch einmal wieder die schwierige Frage. Was wird Ihr Gegenüber denn in der nächsten Legislatur richtig gut machen? Chantal Kopf, Sie beginnen 30 Sekunden. Also Julia Söhne macht eine sehr professionelle Öffentlichkeitsarbeit, hat immer überall Fotografin dabei, auch bei, wenn sie 5 Sekunden irgendwo vorbeischaut. Das ist natürlich was, was in der Politik wichtig ist, die Öffentlichkeitsarbeit, Politik zu erklären. Genau, da ist sie sicher gut und hat ein gutes Team. Wir geben weiter an Julia Söhne. Also ich schätze an Chantal Kopf total, dass sie sich wahnsinnig gut in Themen einarbeiten kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade auf Podiumsdiskussionen, dass sie nicht nur ihr eigenes Parteiprogramm auswendig kann, sondern auch meins. Im Gegensatz manchmal zu mir. Und das finde ich einfach ziemlich stark und glaube, dass sie einfach sich gut in Themen einarbeiten wird. So, wir müssen dazwischen gehen.
stopp. Julia Söhne will das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Noch ein bisschen. Juhu, das wird nichts. Und du möchtest, oder beziehungsweise du hast am meisten Angst vor einem Rechtsruck in Europa. Solltet ihr nicht eigentlich Parteien wechseln oder was ist? I don't get it. Aber 30 Sekunden für diese Antwort. Genau, ich glaube, es ist ja auch keine Überraschung, dass wir gerne miteinander koalieren möchten. Ich glaube eben, dass Klimaschutz nur mit allen geht und deshalb finde ich es eben wichtig, dass die SPD mit in der Regierung ist, unter der Führung, mit einem ganz klaren Programm beim Thema Klima, aber eben vor allem ganz vielen wichtigen anderen Themen auch. Thema Wohnungspolitik, Thema Verteilungsgerechtigkeit und da haben wir viele gute Ideen, die wir eben gerne in der nächsten Regierung umsetzen würden. Warum nicht SPD? Schotterkopf. Weil ich nicht den Eindruck habe, dass die SPD noch die Kraft hat, wirklich was voranzubringen in Deutschland. Die regiert jetzt seit 8 Jahren und bei all den Themen, die Frau Söhne genannt hat, die zweifelsohne wichtig sind, hat die SPD sich nicht durchgesetzt. Und ich bin lieber in einer Partei, die wirklich sich auch mit den großen Fragen der Zukunft beschäftigt. Klimakrise, aber auch Europa, das ist ein absolut grünes Thema. Wir sind die Europapartei, das liegt auch mir total am Herzen. Und für mich war schon ganz lange klar, dass die Grünen meine Interessen und meine Schwerpunkte am besten vertreten. Nee, Dankeschön. Vielen Dank. Ich finde es richtig geil, wie man mittlerweile einfach nur Europa sagen kann und das soll irgendwas heißen. Yay, Europa. Ich bin eine Europapartei. Was, in Deutschland? Europa? Das kenne ich. Geil. Vielen Dank euch beiden. Hatte wenig Zeit. Man hat wenig Zeit, so ist es leider. Europa ist auch noch später mal ein Thema. Wir haben jetzt kein Duell mehr, sondern eine alleinige Bühne. Frau Raffelhüschen, würden Sie bitte einmal hier sich alleine hinstellen? Es geht bei Ihnen ja vor allem um Eigenverantwortung. Und da müssen Sie jetzt hier alleine stehen, ist natürlich furchtbar. Aber Sie haben natürlich auch recht. Es geht ganz, ganz viel auch einfach um Geld. Ja. Ihr Parteiprogramm wird ein massives Haushaltsloch hineinschneiden. Wer schneidet? Ihr Parteiprogramm, es wird unglaublich viel 90 Geld 90 Milliarden Euro. Also ja. VWL haben Sie nicht studiert, ne? Das ist eine Studie des Leipziger Instituts. Tatsächlich, ich glaube, die ist auch schon vielen zur Verfügung gestellt worden. Ob die da VWL studiert haben am Leipziger Institut. Ja, das ist, leider so, dass wir alle... Soll ich da jetzt Stellung zu nehmen? Oder? Sie dürfen gleich Stellung zu nehmen. Benutzen? Ich mache einmal ganz kurz den Kontext. Wenn Sie Ihren Senf benutzen, dürfen Sie das gerne machen. Ach so, ich höre einfach nur zu. Dann gerne, klar. Gut. Ja, genau so ist es. Aber nur, weil wir haben ja natürlich auch einen Faktenchecker, deswegen sage ich ganz kurz, was ich damit meine oder was wir damit meinen. Alle Parteiprogramme wurden tatsächlich durchgerechnet auf ihre Haushaltsbilanzen und da ist die FDP ganz weit oben mit einem riesigen Loch und zwar 90 Milliarden Euro, weil die SPD will ganz viel investieren, aber weiß nicht, woher das Geld eigentlich kommen soll und dann landet man eben bei 90 Milliarden miese im Haushaltsloch. Die CDU ist dabei 30 Milliarden und die anderen generieren ein kleines Plus, ist aber auch nicht der Rede wert. Also wir sind hier nur so, die Linken sind bei 30 Millionen plus das sind eben die Fakten. Wir stellen uns das mal vor, dass das Haushaltsgeld, das da rausgerissen wurde, das ist unser Preis. Wem würden Sie das jetzt in die Hand drücken? Wo sagen Sie, das war das beste Duell, was Sie jetzt gesehen haben von diesen vier Menschen? Das Beste. Wer hat dieses Duell für Sie gewonnen? Haben Sie VWL studiert? Ich habe VWL studiert, ja. Gut. Und Mathe-Leistungskurs. Saugeil, ich auch. Ja. Aber es wurde kein Wort darüber verloren, wer wie mit dem Geld in Zukunft umgehen will. Ja. Können Sie trotzdem sagen? Aber ich vertraue natürlich Matthias von Marschall mehr, weil er hat zwar nicht deutlich ausgedrückt, aber sie schließen Steuererhöhungen aus. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir Leute erleichtern, unsere Unternehmen erleichtern. Wenn die Reichen mehr Geld haben? Nein, die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, für Beschäftigung sorgen, somit für sozialen Frieden, für Wachstum. Aha. Dass mehr in die Beitragskassen kommen für unsere Sozialversicherung, das traue ich der CDU am meisten zu. Also. Senf? So. Herr Pflüger, wollen Sie Senf reinschmeißen? Ich fand den Begriff skurril, mit Verlaub. Kein Senf, dann nein. Weg. So. Genau. Sie haben jetzt ja quasi schon den Lieblingskoalitionspartner bestimmt, wenn ich das richtig verstehe.
Das kommt drauf an. Die CDU muss sich ändern und wieder wirtschaftsnah werden. Ja. Wollen Sie noch etwas sagen zu dem... Du musst dich ändern. Du musst dich ändern, damit ich dich lieben kann. Das klingt auch schon wieder nach der toxischen Beziehung. GroKo, toxische Beziehung Nummer 2. Yay. So. Wir haben aber noch eine Frage ans Publikum. Das habe ich schon wieder vergessen, liebes Publikum. Ich vergesse euch doch so ungern. Erstmal geht es noch darum, wer hat denn das Duell zwischen Chantal Kopf und Julia Söhne gewonnen? Ihr dürft einmal abstimmen. Wer hat da gewonnen? Wir machen das hier im Saal einmal live. Einmal die Hände hoch für Chantal Kopf. Und wir kriegen die Interaktion von zu Hause gleich auch noch mit rein. Und einmal für Julia Söhne, einmal Hände hoch. Das Alles ist die klar. Mehrheit, würde ich sagen. Das ist die Mehrheit. Wie sieht es beim digitalen Spaß aus? Nix. Geil. Ich glaube, das ist ein Problem, weil wir ein bisschen gesprungen sind. Ja, das ist okay. Dann machen wir das jetzt so mit Julia Söhne, gehen dann weiter, hat quasi gewonnen. Das heißt... es gibt auch gleich nochmal eine Gesamtinteraktion, beziehungsweise eine Gesamtabfrage. Aber Sie haben natürlich auch, du hast natürlich auch erstmal die Möglichkeit, auch noch quasi in den Ring zu gehen und hier im Ring noch einmal zu sagen, worum es eigentlich vor allem gehen soll. Und Chantal Kopf fand das Publikum schwächer. Das heißt jetzt die Frage an Sie, Frau Raffelhüschen. Wo würde... Wir waren beim Du, es stimmt. Wo würde Chantal Kopf versagen? Also als Abgeordnete. Die Frage, die wir auch bei den anderen Duellen hatten. Ja, sie hat viel Erfahrung in der Politik und mit André, aber sie hat nicht viel Lebenserfahrung. Sie hat keine Kinder und ich würde sagen... Sie hat, sie war nie länger berufstätig. Eine Frau muss kein Kind haben. Yay! Das bedeutet übrigens auch, dass Männer keine Kompetenzen haben. Bitte reden Sie weiter. Ja, also ich wollte damit sagen, dass ihr vielleicht der Blick auf die zukünftigen Generationen fehlt. Das spricht, also... Damit meine ich die Finanzierung unserer Sozialversicherungssysteme. Was ich ja eben auch schon gesagt habe, mit der Demografie haben wir das größte Problem überhaupt. Alles klar. Dann würde ich gerne trotzdem noch mal darauf eingehen, dass Sie auch ein bisschen die Chance haben, auch vielleicht was zu dem Haushalt auch zu sagen oder zu anderen Themen. Die FDP hat jetzt traditionell auch in Freiburg nicht allermeiste Chancen, aber warum sollten Sie jetzt hier den Wandel einleiten? Warum solltest du, Verzeihung, ich werde dann einfach die ganze Zeit durchswitchen, I'm sorry, warum solltest du in den Bundestag 60 Sekunden für Claudia Raffelhüschen? Ich sollte in den Bundestag, weil ich mit Verstand, mit Erfahrung, mit beruflicher Erfahrung, mit Studium Ahnung davon habe, was auf uns zukommt, dass wir zu wenig Junge sind, die in Zukunft zu viele alte Menschen in der Gesundheit, in der Pflege und in der Rentenfinanzierung unterstützen müssen. Und das funktioniert nicht. Und deshalb müssen wir uns genau die Stellschrauben angucken, an denen wir da drehen können. Und wenn ich jetzt nachfrage, was ist Nachhaltigkeitsfaktor, Nachholfaktor, bin ich mir sicher, dass Sie nicht antworten können, weil Sie sich da nicht auskennen. Ich befasse mich seit Jahren mit nichts anderem. Ist das ein Roast of me? Nein, das ist gar nicht vorwurfsvoll. Also die haben garantiert Themen, wo ich nichts zu sagen kann. Aber das ist halt das, womit ich mich beschäftige, wo mein Herzblut dranhängt. Dass ich mich für zukünftige Generationen einsetze. Für Nachhaltigkeit nicht nur in der Ökologie, sondern auch in der Ökonomie und im Sozialen. Alles klar, also Politik für die da oben und nicht für uns. Vielen Dank. Juhu. Vielen Dank. Bitte, ja, darf ich widersetzen? Das waren Worte, I guess, zu diesen Vorstellungen oder zu den Vorschlägen auch von den Instituten, die wissenschaftlich basiert sind. Vielen Dank. Wir fragen jetzt wieder das Publikum. Wer... Liebes Publikum, hat in eurer Meinung am meisten überzeugt von allen fünf, denen wir jetzt hier einmal kurz den Ring geboten haben. Es waren natürlich sehr kurze Themen, aber was ist euer erster Eindruck? Wir starten erst durch mit den inhaltlichen Themen. Das heißt, ihr dürft einmal abstimmen. Wir vor Ort machen das mit Handzeichen, während wir die Interaktion durchgeben. Ihr dürft einmal, wir fangen hier einmal an. Wer sagt, der Gewinner oder die Gewinnerin des Duells, wir kriegen das jetzt hier gerade schon, lasst euch nicht beeinflussen, liebes Publikum hier. Wir kriegen hier einmal die erste Meinung für ein Handzeichen für Tobias Pflüger, hat das Duell gewonnen. Einmal Hände hoch. Das sind wenig, alles klar.
Feldentin 12, du hast gesagt, ja, super, toll, danke. Julia Söhne, einmal alle Hände hoch. Wer sagt, Julia Söhne hat gewonnen? Das kann ich nicht mehr zählen. Mehr als 12. Ihr seid mehr, okay. Das kann ich, VWL. Mein VWL-Auge sagt, es sind mehr als 12. Du bist so klug, Joni, du solltest Dankeschön. Politik machen. Chantal Kopf, einmal Hände hoch. Wer sagt, Chantal Kopf hat das Duell gewonnen? 12? Ja, maybe. 14? Aha. Und Claudia Raffelüschen, einmal Hände hoch. 5% fairerweise, war auch kein Duell. 6% und hier sind es 1, 2, wie viel nochmal? Okay, ja. Ich habe mich gerade vom Bildschirm ablenken lassen, Verzeihung. Und Martin von Marschall, wer hat das Duell gewonnen? Einmal Hände hoch. Hände hoch. Ja, da trauen sich nicht alle, glaube ich. Das ist auch interessant. Gut. Wir haben hier eine Auswertung des Publikums zu Hause. Ein knappes Rennen zwischen Tobias Pflüger und Julia Söhne, wenn ich das richtig sehe. Spannend. Es bleibt auch spannend. Damit haben wir den Duellteil durch und wir gehen jetzt in ein paar konkretere Themen hinein. Die haben alle einen ähnlichen Namen, unsere WTF-Blogs. Der erste ist WTF1 oder wie wir ihn auch intern nennen, Hartz IV, das G steht für gerecht. Es geht um Soziales, Arbeit, Wohnen und Gesundheit. Genau, ja, also ich würde dabei jetzt auch ehrlich gesagt gerne direkt anfangen zu trinken, aber deswegen würden wir jetzt erstmal mit einem großen Bestandsaufnahme anfangen. Wir haben die Möglichkeit, dass die Kandidierenden hier unsere Sätze vervollständigen und ihr zu Hause und ihr hier vor Ort könnt dem zustimmen mit entweder Ablehnung oder Zustimmung. Und das könnt ihr dann unseren Stimmungsbarometer hier hoch oder runter bringen. Zu Hause könnt ihr mitmachen. Hier ihr vor Ort macht das Ganze einfach verbal. Und wir hoffen, dass wir nicht direkt schon umkippen. Es wird hier nämlich auch heißer und wir versuchen hier ein bisschen jetzt durchzurushen. Deswegen würde ich sagen, ihr habt maximal 30 Sekunden Zeit. Einfach nur den Satz vervollständigen. Ein Satz. Let's go. Schwer wird's nicht, oder? Hä? So, das sollte nicht so schwer sein. Wir fangen direkt an. Wollen wir dort vorne anfangen bei dir? Gerne. Martin von Marschall, der Satz ist, Armut in Deutschland heißt... Armut in Deutschland heißt, dass wir noch nicht genau genug denjenigen helfen, die unsere Unterstützung wirklich brauchen. Weil wir brauchen keine Gießkanne, sondern wir brauchen eine genaue, präzise Hilfe für diejenigen, die sie wirklich benötigen. Wir gehen weiter. Einmal Zustimmung oder nicht. Ihr könnt hier sliden, was auch immer ihr wollt. Sehr gut, aber wir machen hier direkt weiter. Wir gehen direkt weiter. Frau Raffelüschen. Armut in Deutschland heißt in Zahlen 7% bei den Rentnern und über 15% bei Kindern. Mehr möchte ich da nicht. Alles klar, Dankeschön. Und weiter. Weil ich das letzte Mal gecheckt habe, waren es 20% relative Armut. Aber das ist natürlich auch immer Definitionssache. Aber Sie sagen, 50% der Kinder leben in Armut. 10. 15. Ja, ich weiß, das waren 20%, als ich das letzte Mal gecheckt habe. Aber gut. Das ist natürlich auch immer Auslegungssache der VWLer. Schalter Kopf, Armut in Deutschland. Armut in Deutschland bedeutet, dass viel zu viele Menschen sich keine bezahlbare Wohnung leisten können in unserem reichen Land. Und ja, Armut bedeutet auch, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Deswegen bedeutet Armut auch Chancenungerechtigkeit, weil es genau diese Kinder sind, die sich dann auch wegen unseres Bildungssystems dann gar nicht raus arbeiten können, wie das ja Herr Laschet beim Kanzlertriell gefordert hat. Armut bedeutet, dass die Familien sich keinen Schulranzen leisten können. Deswegen bedeutet Armut letztendlich einen Handlungsauftrag. Der längste Satz der Welt. Wir haben ihn. Endlich, der längste Satz der Welt. Julia Söhne, 30 Sekunden. Armut in Deutschland ist? Armut in Deutschland ist, wenn man sich jeden Cent doppelt umdrehen muss, wenn man Angst hat, dass am Ende vom Monat das Geld nicht mehr reicht und dass Armut noch immer tatsächlich vererbbar ist. Und weitergegeben wird über ganz viele Generationen und man aus dieser Spirale nicht mehr rauskommt. Gerade. Publikum darf weiterhin mitsliden. Sagt ihr ja, sagt ihr nein. Findet ihr das gut, findet ihr das scheiße? Ihr dürft alles sagen. Sliden, natürlich. Tobias Pflüger, Armut in Deutschland. Armut in Deutschland ist ein ganz ernsthaftes Problem. Und ich glaube, dass wenn man so tut, als ob das jetzt nicht das wäre, was mit ganz oben auf der Agenda ist, liegt man falsch. Was wir brauchen ist, dass Menschen mehr zur Verfügung steht, insbesondere Alleinerziehende sind, welche, die sich zum Beispiel überhaupt keine Wohnung mehr leisten können. Was wir brauchen in dieser Gesellschaft ist Umverteilung, dass tatsächlich Reiche stärker besteuert werden und dass Menschen, die weniger zur Verfügung haben, tatsächlich entlastet werden. Publikum,
Seid ihr am Start? Hier im Jazzhaus sind alle am Start. Gut. Wir machen weiter mit der nächsten Frage und ich würde sagen, an dieser Stelle passt einfach ganz gut. Was kostet denn zum Beispiel eine 19 Quadratmeter Wohnung in Freiburg? Wir hatten diese Frage auch schon mal beim Roast. Ich würde einfach mal ganz gerne wissen, was denkt ihr so, was ist auf dem Markt, kürzlich gebaut, vielleicht zentral, 19 Quadratmeter in Freiburg kosten. Und Sie dürfen, Verzeihung, Sie dürfen einmal, jetzt, ach, ich muss doch einmal überlegen. Warm oder kalt? Wir sagen einfach mal warm. Und Sie dürfen auf diese Zettel jetzt alle mal eine Zahl schreiben und dann zum gemeinsamen Zeitpunkt loslegen, diese Zahl zu zeigen. Verzeihung? Bis zu, ich würde sagen, Sie schreiben jetzt einfach mal einen Wert, den Sie sagen, das repräsentiert adäquat den Durchschnitt, irgendwo. Den Durchschnitt von 19 Quadratmetern in Freiburg. Warm. Also nochmal Warmmiete. Warm. Modernisiert, also neu? Ja, ist neu. Okay. Neu, warm. Was kostet es? Wenn Sie alle eine Zahl aufgeschrieben haben, dann sage ich 3, 2, 1. Und die Stifte liegen dann auch. Das ist gut. Für uns alle die sechste Stunde gerade. Gut. Und alle mal Zettel zeigen in 3, 2, 1. Und fahren wir das einmal ab. Action Cam. Wir haben 900, sorry. Fang du an. Wir haben hier eine 420, 420, yeah. Dankeschön. 650. 500. Um die 1000. 900. Ja, ich würde sagen, die Kandidierenden haben aus dem letzten Rose gelernt, dass man einfach immer mal in Freiburg ein bisschen höher liegen sollte, als man gewöhnlich. Aber sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. 420 Euro. Das ist wirklich absolut realitätsfremd. Das kriegt man in Freiburg hier nicht mehr für einen Neubau. Die Wohnung, die wir gecheckt haben, 621 Euro für 19 Quadratmeter. Wer hat Bock auf Wohnen in Freiburg? Woo! Aber es gibt ja zum Beispiel auch viele bei diesen Studienwohnheimer. Senf. Aha, dankeschön. Vielen Dank. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Arbeit im 21. Jahrhundert muss, und wir fangen hier hin, Arbeit im 21. Jahrhundert muss, einfach den Satz vervollständigen. Wir werden jetzt nicht Arbeit im 21. Jahrhundert muss so gestaltet sein, dass sie nachhaltig ist und dass sie gleichzeitig für die Menschen, die sie erfüllen, so ist, dass sie genügend davon haben. Und wir wollen zum Beispiel, dass es eine Arbeitszeitverkürzung gibt und dass Arbeit besser verteilt wird. Und dass damit mehr in Erwerbsarbeit kommen, die das wollen. Und da muss sich, glaube ich, sehr grundlegend in diesem Bereich was ändern. Derzeit gibt es Arbeitsverhältnisse, die... Julia Söhne, Arbeit im 21. Jahrhundert muss. Zum Leben reichen, deshalb brauchen wir einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro. 13. Und wer... Und wer in seinem Job ist und den mag, wie zum Beispiel in der Pflege, der muss auch in dem Job bleiben können. Und deshalb müssen wir in vielen Bereichen die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern, indem wir zum Beispiel die Personalbemessungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen nach oben setzen, damit eben diejenigen, die ihren Job gerne machen, nicht nur davon leben können, sondern ihn auch bis zum Renteneintrittsalter tatsächlich auch machen können. Chantal Kopf. Arbeit im 21. Jahrhundert muss vereinbar sein mit Familie, mit Engagement, mit Zeiten, in denen man Angehörige pflegt. Deswegen muss sie flexibler gestaltet sein. Und ja, Arbeit muss unbedingt zum Leben ausreichen. Deswegen wollen wir auch den Mindestlohn anheben auf 12 Euro und außerdem diesen Leiharbeitssektor mal austrocknen, sodass Beschäftigte immer so viel verdienen wie die Stammbelegschaft. Weil Arbeit muss bedeuten, dass man ein würdiges Leben führen kann. Publikum zu Hause. Ablehnung, Zustimmung, ihr könnt hier mitmachen. Sagt, was ihr denkt. Das bedeutet, dass Arbeit vereinbar ist mit Familie. Das bedeutet damit ein Ausbau der Kindertagesstätten. Wir müssen auch bei Mini- und Midi-Jobs die Grenzen erhöhen, müssen sie anpassen an Mindestlöhne. Und Tariflöhne, Arbeit von der Arbeit, die ich leiste, muss was übrig bleiben und muss mich erfüllen. Wunderbar. Dann bitte weiter. Martin von Marschall. Arbeit im 21. Jahrhundert muss in Deutschland vor allen Dingen dazu beitragen, dass wir
auch weiterhin eine starke wirtschaftliche Zukunft haben, die unseren Sozialstand finanziert. Und deswegen, glaube ich, ist vor allen Dingen eine übers ganze Leben letztlich verteilte Bildung notwendig. Also nicht nur eine in der Schule und in der Universität, sondern auch im Berufsleben. Und mir persönlich, auch aus meiner Lebenserfahrung, die Verbindung der Familie mit der Arbeitswelt. Vielen Dank. Dann gehen wir auch schon gleich in unseren nächsten Block und jetzt müssen wir wirklich hier auf die Tube drücken. Ihr könnt euch einmal eure Schilder schnappen. Ihr habt da grüne Schilder, die sowohl einen Haken als auch ein Kreuz auf sich haben. Wir kommen zu unserem Block Ja-Nein-Fragen. Und die, das war tatsächlich not intended. Wow. Ich glaube, ich muss das schon wieder über mich selber sprühen. Ja. Man macht Fehler, man muss zu ihnen stehen. So ist es. Gut. Ja-Nein-Fragen. Das Publikum kann zu Hause mitentscheiden, ja oder nein. Ihr könnt eure Zustimmung mit hier ausdrücken. Und wir gehen in einen Block, das soll ganz schnell gehen. Das heißt, einfach die Schilder intuitiv hochrecken. Grün bedeutet ja, rot bedeutet nein. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Jedes neue Gebäude soll barrierefrei gebaut werden, auch Privaträume. Ja oder nein? Jedes neue Gebäude soll barrierefrei gebaut werden, auch Privaträume. Genau, jetzt habt ihr die Frage auch nochmal auf dem Bildschirm. Einmal ja oder nein. Alles barrierefrei bauen, auch im privaten Raum. Dann halt, wenn Sie Kopfschütteln, dann halten Sie oder sagen Gut, Sie ja? Ja. Alle sagen ja. Fantastisch. Sehr schön. Da haben wir eine Inklusionskoalition hier, wenn wir alle in den Bundestag kämen. Es geht weiter zur nächsten Frage. Und zwar. Krankenhäuser sollten verstaatlicht sein. Ja oder nein? Oh, da musst du jetzt für den lang überlegen. Frau Röffelchen hat gerade gefragt, ist scheiße, oder? Oder? Haben Sie gesagt, ist scheiße, oder? Krankenhäuser verstaatlicht, oder was war die Nachfrage? Ah, okay. Also sollen wir es nochmal lauter sagen, ist es ein bisschen schwer verständlich, oder? Sonst können wir das auch noch, also da steht es auch jetzt. Wunderbar. Also wir haben hier 3 Nein, 2 Ja und wir gehen direkt weiter zur nächsten Frage. Die Paragraphen 218 und 219a, Verbot von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, sollen abgeschafft werden. Ja oder nein? Senf? Kein Senf. Gut. 2 Nein, 3 Ja. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage. BAföG sollte unabhängig vom Einkommen der Eltern an alle ausgezahlt werden. Ja oder nein? Alles klar. Ist das ein Ja oder ein Nein? Ah, ist ein Nein, alles klar. Gut, ein. Wir gehen weiter. Der Mindestlohn sollte auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Ja oder nein? Was anders übersetzt heißt, ist eine Stunde deines Lebens weniger als 12 Euro wert? Mietendeckel bundesweit einführen, ja oder nein? Tja, Grüne, wow. Da wurde ein Was gerufen. Ich gebe es nur weiter. Die Deutsche Wohnen soll enteignet werden. Deutsche Wohnen, ist das da ein klarer... Wir haben einen Senf! Ja, wenn man es kurz erklären muss, finde ich. Also ich bin prinzipiell Senf. Auch... Nimm den Senf! Wann geht meine Zeit los? Okay. Und 60 Sekunden für den Senf, jetzt! Okay, also tatsächlich bin ich auch dafür, dass wir deutlich mehr staatliche Wohnungsunternehmen haben, weil wir nur so eine Chance haben, eben direkt auf den Mietmarkt eingreifen zu können. Bei den Deutschen Wohnen ist es aber so, wenn wir die enteignen würden, müssten wir Milliarden und Millionen zahlen. Und ich finde, mit dem Geld können wir deutlich klügere Sachen machen, zum Beispiel die Bindungsfristen von Mietwohnungen zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass wir deutlich mehr Wohnungen haben. Deshalb bin ich tatsächlich an der Stelle eher nicht für eine Enteignung, finde es aber eine schwierige Frage. Deshalb die Erklärung. Noch ganz kurz, was ist denn überhaupt die Deutsche Wohnen? Das ist ein ganz großes Wohnungsunternehmen, ein Immobilienunternehmen, das jetzt auch noch fusionieren will, um noch größer zu werden mit der Vonovia. Und hat einfach vor allem zum Beispiel in Berlin eine riesige Anzahl an Wohnungen und macht da sehr unmenschliche Praxen, erhöht die Miete immer ständig und ist einfach asozial. Wir hatten hier einen zweiten Senf. Wird der Senf gezückt?
Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so aufgeregt, wenn es um Senf ging. Ich, das ist so seltsam. Das ist ganz weird. Aber Weißwurst, I guess. Eine Minute. Haben wir einen Timer? Und ja. Go. Also ich finde es gut, wenn Julia das so formuliert. Das Problem im Moment ist, dass wir in Berlin ein Urteil haben, wo gesagt wurde, es sei nicht Landesangelegenheit, ein bundesweiter Mietendeckel. Aber was anderes als Enteignung. Und, Moment. Senf. Und ein bundesweiter Mietendeckel. Und deshalb ist diese Forderung nach einem bundesweiten Mietendeckel essentiell. Und das geht insbesondere an die Grünen, weil ich das überhaupt nicht verstehe, dass die da nicht mitmachen wollen. Und in Bezug auf Vonovia und Deutsche Wohnen ist es einfach so, dass insbesondere in Berlin, aber eben auch hier diese asoziale Firma, das ist ein völlig zutreffender Begriff, von dem, was sie betreibt, einfach dringendst enteignet werden muss, weil man dann die Möglichkeit hat, tatsächlich für die Mieterinnen und Mieter konkret andere Preise festzulegen. Senfflasche? Nochmal 60 Sekunden, bitte. Ja, ich konnte ja jetzt nicht anders, weil ich glaube, hier muss man das wirklich mal klarstellen, dass natürlich wir Grüne an der Seite der Mieterinnen und Mieter sind. Auch ich persönlich kenne die Situation in Freiburg sehr gut. Ich habe sehr lange außerhalb von Freiburg gewohnt, weil ich mir hier auch keine Wohnung leisten konnte. Und dass das die große soziale Frage der nächsten Jahre ist, ist ja unbestritten. Die Frage ist, was sind die klügsten Instrumente? Und da haben wir eben andere Vorschläge, als diesen Spruch einfach, diesen Begriff, einen bundesweiten Mietenstopp einzuführen. Wir wollen das da machen, wo es wirklich sinnvoll ist, wo es wirklich hilft, da den Ländern und Kommunen die Handlungsoption zu geben, sowas einzuführen. Aber darüber hinaus brauchen wir natürlich weitere Instrumente, wie viel mehr zu bauen, sozial gebunden zu bauen, natürlich ökologisch zu bauen und die Mieten stärker zu regulieren, zum Beispiel indem der Betrachtungszeitraum für den Mietspiegel ausgeweitet wird. Also wir müssen da wirklich anpacken und wir Grüne sind da vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Mieten gerechter zu gestalten. Will noch jemand einen Senf? Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Das genug mit Senf. Die Frage ist kein Player, die machen nicht mit. So, wir haben die nächste Frage. Ja, nein, wieder. Haben Sie Ihre Schilder parat? Es muss schnell gehen. Und zwar, statt der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung eine Bürgerversicherung einführen. Ja oder nein? Wollen Sie uns einmal, sorry, Chantal, willst du uns einmal kurz erklären, was das überhaupt ist mit der Bürgerversicherung? Bürgerinnenversicherung. Ja. Genau, also bisher ist es ja in den Sozialversicherungen so geregelt, dass eben ein Teil der Bevölkerung gesetzlich versichert ist und dann gibt es aber ganz viele Leute, die nicht Teil dieses Solidarsystems sind, wie zum Beispiel Beamte, wie übrigens auch Abgeordnete, wie auch Selbstständige, die dadurch auch oft nicht gut abgesichert sind. Und deswegen schlagen wir vor, für die Rentenversicherung, auch für die Krankenversicherung, für die Pflegeversicherung ein System einzuführen, wo wirklich alle einzahlen, solidarisch einzahlen. Dadurch ist dann auch mehr Geld im System, dadurch sind auch mehr Menschen abgesichert und zum Beispiel ist auch dadurch mehr Geld für die Pflege dann da. Ja, das ist jetzt schon zu viel Wahlkampf. Ganz kurze Frage, was ist denn dann mit den privaten Rücklagen, die sonst in der privaten Krankenversicherung jetzt jahrelang von manchen Privatversicherten eingezahlt worden sind? Was passiert damit? Also bei der Rentenversicherung beispielsweise, wenn ich das erstmal sagen kann, wollen wir zusätzlich zu dieser Bürgerversicherung tatsächlich einen BürgerInnenfonds einführen, wie es ja in Skandinavien auch teilweise erfolgreich gemacht wird. Und da können dann schon Privatpersonen eben auch investieren. Und das ist natürlich bei der Krankenversicherung, man kann das nicht von heute auf morgen machen. Es ist ein Prozess, aber da müssen wir jetzt mal rangehen, weil wenn man sich die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anschaut und den demografischen Wandel, brauchen wir wirklich neue Konzepte und da ist die Bürgerversicherung ein wichtiger Ansatz. Aber das bedeutet für diese privaten Rücklagen vergemeinschaften? Enteignen? Was bedeutet das für die? Nö, das ist ja ein System, was schrittweise eingeführt wird und nicht von heute auf morgen. Und das schauen wir dann, also schauen wir fragen dann. Sie mal bitte meine Polizei, ob Sie diese Frage beantworten können. Alles klar, vielen Dank. Wir haben die nächste Ja-Nein-Frage. Es sei denn, es gibt Senf. Nein, kein Senf. Alles klar, wir gehen weiter. Und zwar ist die nächste Frage. Patientenakten sollen digitalisiert werden.
alle Patientenakten digitalisieren. Das bedeutet für viele Ärztinnen und Ärzte, die ein bisschen älter sind vor allem, dass sie wahrscheinlich ihren Beruf bald aufgeben werden. Aber gut, dass wir hier eine Zustimmung dafür haben. Einfach mal so als Digitalisierung ist ein Buzzword, da müssen wir immer mal hinterfragen, was bedeutet das eigentlich? Für viele ist das richtig, richtig schwierig, aber wir haben hier eine breite Zustimmung. Möchte jemand seinen Senf dazugeben, das, was ich hier sage? Ansonsten mache ich das weiterhin und wir gehen weiter in die nächste Diskussionsrunde. Und zwar dürft ihr jetzt auch mal länger wieder was sagen. Schön, oder? Dass ihr nicht nur einfach Schilder hochhalten müsst und wir legen euch das dann falsch aus. Das Publikum darf entscheiden, welche dieser Fragen wir diskutieren und wir müssen nur eine von diesen Fragen auswählen. Das heißt, ihr kriegt jetzt hier verschiedene Fragen zur Auswahl und das Publikum zu Hause, ganz vor allem zu Hause, die mit dem guten Internet, die entscheiden, welche Frage wir stellen zum Thema Digitalisierung. Nein, Spaß! Zwei Klassengesellschaft mit dem guten Internet, die da zu Hause. Aber ihr seid das Live-Publikum und dafür einen richtigen Applaus, denn ihr erlebt das Ganze hier live! Juhu! Oh, und alles wie so. Müde die Leute sind, Maja. Wie müde. Und du verlangst von ihnen, dass sie klatschen. Ja. Das ist so furchtbar. Wir haben seit anderthalb Stunden keine Pause mehr gemacht. Oh Gott, okay. Ihr dürft nicht entscheiden, ihr dürft nur zugucken. Wie geil ist das? So ist es einfach immer in der demokratischen Gesellschaft, nicht wahr? So, was haben wir hier? Ich sage euch, lese es euch einmal ganz kurz vor. Erste Frage: Wie viel Geld soll der Bundeshaushalt in Arbeit und Soziales stecken? Wo und wie hoch soll der Spitzensteuersatz angesetzt werden? Soll er überhaupt angesetzt werden? Da würden jede Person, jede Kandidatin eine 60 Sekunden Zeit für bekommen. Immobilienkonzerne enteignen, ja oder nein? Warum nicht? Wie schafft Deutschland sozialen Wohnungsbau? Wie schaffen wir bessere Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal? Und wie können wir unser Gesundheitssystem zukunftsfähig machen? Wir wählen jetzt eine Frage aus. Was schon immer mal wieder... also am öftesten ersten Platz hat, ist, wo und wie hoch soll der Spitzensteuersatz angesetzt werden? Ich würde sagen, wir nehmen diese Frage letztendlich auf. 31%, das passt für mich. Wie lange haben wir Zeit zum Diskutieren? 60 Sekunden pro Person. Okay, let's fucking go. Let's go, wir starten einmal hier. Tobias Pflüger, 60 Sekunden, Spitzensteuersatz. Ja, wir haben hier in dem Bereich ein richtiges Problem. Der Spitzensteuersatz wurde in den letzten Regierungen runtergesetzt, und zwar allen letzten Regierungen. Und wir sagen, er muss zumindest auf dem Niveau von Kohl sein. Das heißt, meiner Erinnerung nach waren das 56%. Das wäre völlig richtig. Und wir sagen, zusätzlich bedarf es einer Vermögensteuer, die auch ganz dringend notwendig ist, dass wir insbesondere die besonders Reichen hier vernünftig mal besteuern, dass die nicht weiterhin quasi jetzt während Corona haben die am meisten Geschäfte gemacht und sind am reichsten geworden. Wir brauchen sowohl eine Vermögensteuer als auch einen vernünftigen Spitzensteuersatz. Vielen Dank. Wir gehen weiter an Julia Söhne, 60 Sekunden. Den kann ich mich anschließen. Wir brauchen eine Vermögenssteuer vom 1%, um eben diese Schere, von der ich vorhin gesprochen habe, dass die zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, um die ein bisschen abfedern zu können. Deshalb Vermögenssteuer von 1%. Und dann brauchen wir zusätzlich noch eine Reform von der Einkommenssteuer. Da würden wir gern die obersten 5%, die jetzt so an der Spitze sind, gerne mehr belasten und die mittleren und unteren Einkommen dafür entlasten, um einfach mehr Steuergerechtigkeit zu haben und vor allem, um eine Umverteilung hinzubekommen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr so weit auseinandergeht. Dankeschön. Chantal Kopf, bitte. Ja, wir müssen unbedingt für mehr Steuergerechtigkeit sorgen und deswegen wollen wir den Spitzensteuersatz anheben ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro für Einzelpersonen, 200.000 Euro für Ehepaare, da den Spitzensteuersatz moderat anheben, weil schon mit einer kleinen Erhöhung kann man ja wirklich viel finanzieren und die unteren Einkommensgruppen deutlich entlasten. Das brauchen wir und auch ja eine Vermögensabgabe, die gab es ja mal in Deutschland und wir haben so viele große Aufgaben vor uns, da müssen die starken Schultern mehr leisten und deswegen unterstützen wir da eben die Forderung auch nach einem höheren Spitzensteuersatz. Wunderbar. Wir gehen weiter an Chantal Kopf, Verzeihung, an Claudia Raffelhüschen. Ich gehe da sogar noch weiter als Chantal, der Spitzensteuersatz nicht erst bei 100.000, sondern schon bei 90.000. Im Gegenzug müssen aber die mittleren Einkommen entlastet werden. Also bei 58.000 Euro Einkommen zahlt man schon den Spitzensteuersatz und das kann einfach nicht sein. Also es muss sich lohnen für jemanden, der arbeiten geht, dass am Ende auch mehr übrig bleibt. Denn wie gesagt, auf uns kommen große Probleme zu, immer höhere Beiträge in den Sozialversicherungssystem. Und die Belastungen sind einfach zu groß. Kann nicht sein, dass wir nachher
über die Hälfte abgeben von unserem Einkommen. Und wir geben weiter an Martin von Marschall. 60 Sekunden, Spitzensteuersatz, go. Also ich denke, wir haben auch im europäischen und internationalen Vergleich weiterhin sehr hohe Steuern. Ich bin dafür, dass wir die Steuern nicht weiter erhöhen. Und ich bin umgekehrt sogar sehr dafür, dass Unternehmen, die ja letzten Endes hier die Arbeitsplätze schaffen und auch die meisten Steuern zahlen, wenn sie die Gewinne im Unternehmen belassen, also damit sozusagen die Firmen auch stärken, und das steht auch in unserem Programm drin, für diese Gewinne maximal 25% Steuern zahlen sollten, weil das würde eben auch ihre langfristige Ertragskraft stärken. Also nein, okay. Ihr dürft jetzt zu Hause und hier auch einmal abstimmen. Wir waren hier so ein bisschen einem Höflichkeitsapplaus, würde ich mal sagen. Ihr dürft das Ganze auch gerne stärker oder weniger stark, je nach Zustimmung oder Ablehnung, kenntlich machen. Ihr dürft von zu Hause auch interagieren mit euren Slidern und dann eben auch jeweils Zustimmen oder Ablehnung drücken. Wir müssen hier einfach ein bisschen, wir haben noch ganz viele Fragen, aber wir brauchen, glaube ich, alle einmal eine kurze Pause, ein bisschen frische Luft. Ja. Aber erstmal darf das Publikum wieder entscheiden. Wer hat euch in diesem Block WTF 1 oder Hartz 5, das G steht für gerecht, Soziales, Arbeit, Inklusion und Wohnen. Wer hat euch da am meisten überzeugt von den Kandidierenden? Wir machen hier wieder einmal eine Handrunde, während das Publikum von zu Hause fleißig abstimmt. Einmal alle Hände hoch für der Gewinner dieser Runde ist Martin von Marschall. Okay. Das ist eine Freundin mitgebracht, passt. Claudia Raffelhüschen, Hände hoch. Gut, 5. Knappe 5% Hürde. Und Chantal Kopf. Hände hoch. Jawohl. 12 wieder. Julia Söhne. Das ist schon ein bisschen breiter. Tobias Pflüger. Hände hoch. Wunderbar. Ah, ja. Alles klar, das Publikum zu Hause hat da ein bisschen mehr Power, weil es so spannend ist einfach. Wieder mal die aber ein ähnliches, vergleichbares Ergebnis. Ein vergleichbares Ergebnis. Ich glaube, wir sind alle fertig. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen alle in die frische Luft. Wir holen uns alle was zu trinken, weil dann kann auch der Laden hier, das Jazzhaus, da was ein bisschen von bekommen. Wir trinken alle Alkohol, wir haben eine gute Laune. Wir machen 5 Minuten Pause, in 10 Minuten sind alle wieder hier, in 15 geht's weiter. Fantastisch. Vielen Dank, bis später. Und noch eine wichtige Sache. Sorry, ich muss den Applaus noch unterbrechen. Und zwar habt ihr auch in der Pause die Möglichkeit, eine Lieblingsfrage, die euch noch auf der Seele brennt, hier an die Leinwand zu bringen. Wir haben auch noch ganz viele Fragen vorbereitet, aber wir wollten euch trotzdem die Möglichkeit geben, auch eure eigene Frage hier an die Leinwand zu bringen. Da sind Zettel, da sind Stifte. Haltet Abstand und... Pause! Pause! Tschüss! Bis gleich. Hallo? Hallo? Sind wir schon wieder live? Hört man uns schon? Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause. Ist irgendwas Schönes passiert in dieser Pause? Ja, nö. Okay, auch in Ordnung. Bevor wir mit der Show starten, möchte ich noch ein kleines Statement abgeben. Zum Beginn, zur ersten Hälfte der Show. Konkret über den Eröffnungswitz über Herrn Marschall möchte ich noch einmal sagen, dass der nicht okay war. Ich möchte sagen, also es war ein Versuch von Satire, wir möchten uns dafür entschuldigen, zum einen bei ihm, zum anderen auch bei dem WeTalk Freiburg-Team und hoffen, dass die Show jetzt nach dieser Klärung hoffentlich weitergehen kann. Noch einmal Entschuldigung und jetzt hoffentlich auf eine rechtliche gute Show. Wir wollen nämlich hier gleich weiter in die inhaltliche Debatte steigen und legen direkt los mit dem nächsten Block. Ich wette, ihr habt alle schon drauf gewartet, wofür WTF 2 steht. Es ist, eine... Wie viel Strohhalme sparen ist einmal ins Weltall fliegen? Was meinst du, Jonathan? 3? 4? Ach, weißt du, oder anderes Beispiel. Ein sehr guter Freund von mir, Lukas Diestel,
als die Hochwasserschäden in NRW waren, ne, über Klimawandel, hat gemeint, hey Leute, saugeil, wir haben es geschafft, kein einziger Strohhalm in dem Fluss. Boom, geil. Yes. Es klappt einfach. Strohhalme verbieten Eigenverantwortung. Was kann jetzt einzelne Personen noch tun, außer keine Strohhalme zu benutzen? Es geht um Klima, Umwelt, Verkehr, Wirtschaft, Digitalisierung und Corona. Fucking viel. Das ist einfach WTF Nummer 2. Die zweite, und wir starten direkt mit einer, vervollständigen Sie unsere Sätze, Runde. Und zwar fangen wir an mit folgendem Statement. Habt ihr alle eure Mikrofone wieder bereit? Sehr schön, ich hoffe, ihr hattet auch was zu trinken und habt auch noch was. Wenn ich einfach kurz melden, ich kann auch schnell rumrennen und versuchen, was zu besorgen. Ansonsten würde ich gerne wissen, Corona hat in Deutschland gezeigt, dass. Bitte einmal den Satz vervollständigen. Wir fangen hier an bei Martin Sekunden. Von Marschall. Braucht noch ein Mikrofon? Ist das an? Das ist da unten. So. Ding, 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 ding. Jetzt. Einmal nochmal. Sollen wir es einmal vielleicht die andere Runde versuchen, und ob wir das bis dahin geklärt bekommen? Gehen diese Mikrofone? Tobias Pflüger, geht Ihr Mikrofon? Verzeihung. Dann fangen wir einmal da an. Geht das Mikrofon schon? Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte nicht die Mikrofone. Roni, Coroni. Corona hat in Deutschland gezeigt, dass man keine Mikrofone tauschen darf. Bitte niemals wieder tun. So schlecht für die Mikrofonindustrie. Die ganzen Arbeitsplätze. Gerne jetzt sprechen. Ah, jawohl. Da geht's auch sogar. Sehr schön. Und jetzt bekommen Sie ganz schnell 30 Sekunden, um diesen Satz zu vervollständigen oder also, nur zu Ende zu sagen. Corona hat für mich unter anderem gezeigt, dass es leider in diesem Land unglaublich viele Menschen gibt, die auf Lügen reinfallen, die auf Fake News reinfallen, die sich auch von denen anstecken lassen, die sich von Verschwörungstheorien anstecken lassen und die sich von Verhetzung leider auch mitnehmen lassen. Und das hat mich wirklich wahnsinnig besorgt. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Nee. Vielen Dank. Claudia Raffelhüschen. Corona hat in Deutschland gezeigt, dass, 30 Sekunden. Corona hat auch gezeigt, wie wichtig diese Wirtschaft ist für uns und dass dieser Lockdown dazu geführt hat, dass wir in der Lage waren, fast das Doppelte unseres Bruttosozialprodukts nochmal an Schulden anzuhäufen. Dann hat es uns gezeigt, wie wichtig eigentlich Freiheit ist, wie bedeutend das ist, dass ich abends um 21 Uhr noch einfach rausgehen kann, dass das alles nicht mehr selbstverständlich ist und Corona hat auch gezeigt, wie wichtig sozialer Zusammenhalt in diesen Zeiten ist. Ich trinke jedes Mal einen Shot, wenn Sie das Wort Wirtschaft sagen. Und ich bin in 15 Minuten komplett besoffen. Let's go, Chantal Kopf. Corona hat in Deutschland gezeigt, dass. Corona hat gezeigt, dass die Interessen von Kindern, von Jugendlichen, von Studierenden, generell von jungen Menschen in der Politik viel zu wenig berücksichtigt werden, diese Menschen überhaupt keine Stimme in der Politik haben. Und das will ich natürlich auch ändern mit meiner Kandidatur. Aber Corona hat auch gezeigt, wie solidarisch unsere Gesellschaft sein kann, wie toll sich die Generationen auch gegenseitig unterstützt haben und wie viel Verantwortung auch junge Menschen übernehmen können und übernommen haben. Julia Söhne, bitte. Corona hat gezeigt, dass es total wichtig ist, einen starken Sozialstaat zu haben. Corona hat auch gezeigt, dass es ganz gut ist, die SPD in der Regierung zu haben, die fürs Kurzarbeitergeld gesorgt hat. Und Corona hat auch gezeigt, wie wichtig zum Beispiel der Gesundheitssektor ist und wir nicht weiter zulassen dürfen, dass er so auf Profit ausgerichtet ist und in Krankenhäusern und Pflegeheimen es zugeht wie in Fabriken. Da müssen wir was verändern an den Arbeitsbedingungen und an der Finanzierung von unserem Gesundheitssystem. Tobias Pflüger, bitte. Corona hat gezeigt, dass genau dieses Gesundheitswesen dringend mehr Beschäftigte braucht, besser bezahlte Beschäftigte braucht und dass insgesamt einfach der Stellenwert für diesen gesamten Gesundheitsbereich ein anderer sein muss als bisher. Und es hat gezeigt, dass innerhalb der Gesellschaft genau diese soziale Spaltung jetzt bei Corona offensichtlich wurde. Und deshalb ist es richtig, dass man genau da reingeht und insbesondere im Gesundheitswesen für bessere Grundbedingungen für die Beschäftigten sorgt und für ein besseres Beschäftigungssystem. Nächste Frage.
Und da müsst ihr eine Sache ausfüllen. Ihren Parteien fiel das mit oder mehr oder weniger leicht oder schwer. Der Kohleausstieg, bis wann soll der denn erfolgen? Einmal eine Zahl. Wir gehen rein rundum durch. Wer hat das Mikrofon noch in der Hand? Tobias Pflüger, starten Sie. Kohleausstieg bis? 35. So früh wie möglich. Und Zahl! Zahl! Aufgabe nicht geschafft. Nochmal, bitte. Allerspätestens bis 2040. Schaut der Kopf. 35. Ja, Sie haben vorhin nach Unterschieden gefragt zwischen unseren Parteien und uns als Kandidatinnen. Ich glaube, das ist der zentrale Knackpunkt. 2030 muss der Kohleausstieg vollzogen sein. Dankeschön, Frau Raffelhüschen. Gehe ich mit. Ich frage mich nur, wie wir die Energie- oder die Versorgungssicherheit aufrechterhalten lassen. Es ist teuer. So, das war aber sowieso nur eine Vervollständigungsfrage. 2030 für Sie. Martin von Marschall, Kohleausstieg bis? Spätestens 2038, aber der CO2-Preis wird so hoch sein, dass der Ausstieg früher kommt. Alles klar. Ich habe noch eine Frage, und zwar jetzt einfach mal direkt reinsteigen, auf Ihre Zettel einmal schreiben, wie viel Gigawatt erneuerbare Energien brauchen wir denn noch, um die Kohlekraft zu ersetzen und um in Deutschland emissionsneutral Energie zu reproduzieren? Ich höre einen Fuck von der SPD. Und als kleine Einordnung vielleicht zur letzten Frage noch. Der neueste Report war, dass 2030 letztendlich das Enddatum ist, bis wann dieses 1,5-Ziel noch erreicht werden kann. Das heißt, alles, was drüber ist, sorry, kind of Bullshit. Genau. Und jetzt geht es einfach darum, Gigawatt. Wissen Sie ungefähr, wo wir uns gerade verorten? Wie viel Gigawatt an erneuerbaren Energien werden gerade derzeit in Deutschland produziert? Da kann ich Ihnen eine kleine Zahl geben, eine kleine Hausnummer. Es sind ungefähr 130 Gigawatt, die derzeit an erneuerbaren Energien in Deutschland produziert werden. Was brauchen wir, um das Ganze jetzt emissionsneutral mit erneuerbaren Energien zu schaffen? Wie viel Gigawatt ist ungefähr noch nötig? Einmal kurz eine Zahl aufschreiben. Ja, einmal so um den Daumen gepeilt. Ich möchte was sehen. Haben Sie schon was aufgeschrieben? Da wird abgeschrieben bei den Grünen. Darf ich mal spickeln? Ist da schon eine Zahl drauf? Okay. Alle haben eine Zahl? Gigawatt ist eine ganz... Okay, wir lösen einfach auf, wer es nicht hat. Pech gehabt. Aber einmal möchte ich zeigen. Bisschen der will ja, was komm, wir fangen doch vielleicht dann bei den Grünen auch wirklich an. Einmal einfach jetzt zeigen. Und bitte. Ich kann das nicht lesen. Du kannst nicht lesen. Ich komm mal ran. Doppelt so groß wie geplant. Das ist keine Zahl. Das ist keine Zahl. Nicht geschafft. Bitte, Sie haben das abgeschrieben. Da könnte genauso gut Vision draufstehen. 1300. 1300, aha. 430, fast 420. Also ich hatte gesagt, doppelt so viel auf jeden Fall mal. Und es sind, wenn ich richtig gerechnet habe, 260. 260. Insgesamt, ja. Circa also zu, 100. Zu den... Gigawatt, oh. Und es nein, sind, nein, nein, soll ich auflösen? Möchtest du auflösen, Maya? Sehr gerne. Glückwunsch, wir haben eine Zahl, die ungefähr zwischen 400 und 650 Gigawatt liegt. Wir haben derzeit 130 Gigawatt aus erneuerbaren Energien. Um zur Emissionsneutralität in Deutschland zu gelangen, brauchen wir mindestens 400, aber wahrscheinlich auch 650 Gigawatt zusätzliche Energien aus erneuerbaren Quellen. Damit ein Applaus an Martin von Marschall, das war ziemlich nah dran. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Satzvervollständigungsfrage, und die ist: Millionäre sind für Deutschland. Einmal den Satz vervollständigen, nur den Satz vervollständigen, Sie kriegen keinen Timer. Einfach. Vielleicht gehen wir mal hier so, Julia Söhne, dann gehen wir hier rum und dann Tobias Pflüger zuletzt. Millionäre sind eine gute Möglichkeit, um mehr Geld reinzuholen für die ganz wichtigen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Hashtag Millionäre I like. Also Millionäre sind in allererster Linie auch mal Menschen. Natürlich sind Millionäre auch genau diejenigen, die sich das leisten können, mehr beizutragen für die großen Herausforderungen, die wir haben. Ja. Schwarz-Grün, I guess. Bitte.
Millionäre sind zu wenig in diesem Land. Sind es zu müssen wenig mehr als 1% sein. Land. Also erstmal muss hier total korrigiert werden. Millionärinnen sind sehr gute. sind sehr gute Konsumentinnen und Investorinnen. The bare minimum. Und bitte. Alle Achtung für die Ergänzung, für die Millionärinnen. Und natürlich sind es diejenigen, die jetzt in genau dieser Phase besonders besteuert werden müssen. Und deshalb schlagen wir zum Beispiel eine Vermögensteuer vor, die dringend notwendig ist. Also wir lieben Sie alle. Ne? Senf oder nicht? Okay, alles klar. Wir steigen direkt weiter durch mit Ja-Nein-Fragen. Schnappt euch bitte wieder eure Schilder. Wir wollen hier richtig durchziehen und zwar, vielleicht auch nicht, Tempolimit 130, ja oder nein? Tempolimit. 2 Nein, 3 Ja. Der zu Hause Porsche, macht auch mit. Der Porsche ist zu geil. Der Klimawandel ist eine vom Menschen gemachte Katastrophe. Brauch. Und der Satz stimmt nicht hier weiter grammatikalisch. Aber das auf jeden Fall. Und es braucht massiven Wandel für die Gesellschaft. Ja oder nein? Massiven Wandel wegen Klimawandel für die Gesellschaft? Ja oder nein? Er ist menschengemacht und wir müssen die Gesellschaft umbauen. Ja oder nein? Gut. Die Frage. No change. No change, zweimal no change, dreimal change, alles klar. Gut, dann ist die nächste Frage. Achtung, das wird auch wieder ein bisschen komplexer, satzbaumäßig, aber wir haben uns Mühe gegeben. Die 10 größten Unternehmen sind für 81% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist ein Fakt. Sollen wir diese Unternehmen zur Verantwortung ziehen? Ja oder nein? Cool. Alles klar. Gut. Danke für das 1% Nein, 2% Nein des Publikums zu Hause. gut. Nächste Frage. Die schwarze Null soll beibehalten werden. Möchte dir jemand kurz erklären, was die schwarze Null ist? Hier ist die Runde. Ist das allen klar? Julia Söhne, einmal erklären, bitte. Ja, also die schwarze Null sagt ja voraus, dass wir eben einen ausgeglichenen Haushalt brauchen. Und ich finde, dass wir vor den eben größten Herausforderungen stehen, vor allem beim Thema Klima. Und da müssen wir massiv investieren in den ÖPNV, in Erneuerbaren. Und deshalb können wir es wahrscheinlich nicht halten, dass wir eben die schwarze Null uns festschreiben. Alles klar. Falls jemand Senf dazugeben möchte, gerne. Ansonsten gehen wir weiter und gehen auf die Frage, die danach kommt. Und zwar geht es um den CO2-Preis. Der CO2-Preis, soll der in allen Bereichen deutlich erhöht werden? Ja oder nein? In allen Bereichen. Das würde auch Konsum betreffen, Verkehr. Aber er muss sozial gestalten. Genau. Senf. So, haben wir eine Abstimmung? CO2-Preis auf jeden Fall erhöhen. Nein, ja. Was ist das? Wir haben extra kein Vielleicht gegeben. Ja. Das sollen wir schon dazu sagen. Aber das ist Kreativitätsbonuspunkt, I guess. Gut, sehr schön. Wir machen weiter. Ich gebe einen Senf. Ich gebe einen Senf. Sweet Senf. Genau, weil ich schon echt wichtig finde, die Frage. Also ja, wir brauchen einen deutlich höheren CO2-Preis und wir brauchen ihn aus meiner Sicht vor allem bei denjenigen, die halt besonders viel Emissionen verbrauchen. Es sind die großen Industrieunternehmen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Was aber total wichtig ist, ist, dass wir einen sozial ausgeglichenen CO2-Preis machen. Das heißt zum Beispiel, dass wenn ich in einer Mietwohnung wohne und eine Heizung habe, die zum Beispiel eben noch mit Gas oder Erdöl betrieben ist, dass wir dann schauen müssen, dass auch diejenigen eben nicht einfach deutlich höhere Preise zahlen müssen und sich irgendwann die Wohnung nicht mehr leisten können, sondern dass es eben sozial gestaffelter Preis braucht. Oh. Noch mehr Senf! Ich find's schön, dass FDP und CDU den Senf so bei sich hortet und den nicht hergeben möchte. Ja, die haben zu das dem Thema aber nicht jetzt viel linke zu Position. Sagen. So, Senf für Chantal Kopf. Also wir brauchen unbedingt einen höheren CO2-Preis, weil das ja genau die Verursacher in der Klimakrise zur Kasse bittet.
Und da ist es so, genau, wir brauchen einen sozial ausgeglichenen CO2-Preis. Das hat die Bundesregierung bisher leider versemmelt. Erstmal durch uns Grüne ist der CO2-Preis überhaupt in der Höhe mit Lenkungswirkung. Die GroKo hatte den irgendwie bei 10 Euro pro Tonne. Das haben wir im Bundesrat erhöht auf 25 Euro die Tonne. Und dann haben wir mit dem Energiegeld einen Vorschlag, das pro Kopf zurückzuzahlen, sozial gerecht auch für Familien. Punktlandung. Die nächste. So, ja, deutliche Erhöhung auf jeden Fall. Die nächste Frage. Anonymisierung im Internet. Soll die aufgehoben werden? Ja oder nein? Es geht in unseren Blog Digitalisierung. Es ist ein weiter Gedankensprung. Geht darum, soll alle Menschen rückverfolgt werden im Internet? Für das, was sie tun, anonym Kommentare kommentieren, ginge dann nicht mehr. Zumindest aus Klarnamenpflicht sozusagen auch. Genau. Aber ja, meint ihr Social Media? Social meint ihr auch Messenger-Dienste? Was meint Social ihr genau? Social Media vor allem. Alles. Der Fokus. Es ist einfach dass im Internet. Dass man komplett zurückverfolgt werden kann auf allen genau. Internet. Genau, ja. Ja, das geht gar nicht. Ja oder nein? Anonymisierung aufheben. Okay. Ja, gut. Alles klar, vielen Dank. Und wir kommen jetzt in die Diskussion, wo Sie alle oder ihr alle. Sonst sind wir ja bald in der DDR. Mehr Zeit haben, um das aufzulösen. Wir wollten keine Vergleiche mehr machen. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr von zu Hause vor allem, weil ihr seid die Privilegierten, entscheiden könnt, welche Frage wir hier diskutieren. Und zwar wieder mit einer 30-Sekunden-Zeitrunde. Hier sind die Fragen, die jetzt zur Auswahl stehen. Einmal, wir beginnen wieder mit einem Fakt, der ausgerechnet wurde von verschiedenen Quellen, unter anderem von Fridays for Future. Keins der Parteiprogramme reicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Deutschland auf kommende Umweltkatastrophen vorzubereiten? Because that's, I guess, the only option we still have. So, zweite Frage. Wie sollen die Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden und was tun Sie, um geringe Einkommen zu entlasten? Es geht weiter mit, ist E-Mobilität die Lösung für den Verkehr der Zukunft? Mobilfunk und Breitband sind um ein 100-faches teurer, langsamer und schlechter ausgebaut als im direkten Ausland. Wie möchten Sie das in Zukunft ändern? Dann auch eine spannende Frage für die Personen, vor allem die jetzt schon im Bundestag saßen. Sollen Nebeneinkünfte von Abgeordneten transparent gemacht werden müssen? Ist schon beschlossen, kann man trotzdem immer wieder diskutieren. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus großen Finanzskandalen wie Wirecard und Cum-Ex? Das sind die Fragen, die zur Auswahl stehen. Ihr habt die Wahl. Entscheidet euch gut. Wir haben nur eine Frage. Es ist schon ziemlich klar, würde ich fast sagen. Ich glaube, wir können schon fast einloggen. Und zwar mit, sollen Nebeneinkünfte von Abgeordneten transparent gemacht werden müssen. Alles klar. Dann starten wir doch direkt damit. Und ich würde dafür gibt es halbe Minute. Halbe Minute Antwortzeit. Zur Vollständigkeit habe, ja, es wurde gerade erst im Bundestag beschlossen, dass es nicht so ist. Und vielleicht wollen Sie gleich starten, warum Sie denken, dass es nicht der Fall ist, dass das transparent gemacht werden sollte. Oder Sie haben sich umentschieden. Nein, ich bin ganz damit einverstanden, was wir im Bundestag beschlossen haben. Es gibt, aber das reicht ja nicht. Ja, natürlich, Herr Pflüger, das ist ja klar, dass das aus Ihrer Sicht nicht reicht. Dann müssen Sie einfach in einer linken-grünen Koalition dafür sorgen, dass es noch anders wird. Zeit für Ihre Position. Ach, die Zeit ist schon um? Nein, Zeit für Ihre Position, Verzeihung. Ach so, nein, ich finde, das ist sehr wichtig und das ist auch total richtig, wie wir es gemacht haben. Und deswegen freue ich mich, dass das, wenn es durch den Bundesrat geht, jetzt auch Rechtsgültigkeit erlangt. Das war keine Legitimation, aber okay. Okay, it kinda happened, we did it, get used to it. Bitte zur nächsten Frage, zur nächsten Antwort, Claudia Raffelhüschen. Also mit dem Thema habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, aber für mich leuchtet das ganz klar ein, ist das selbstverständlich. Also wenn ich für den Staat arbeite und von dem Staat Geld kriege, dass ich Nebeneinkünfte absolut transparent halte. Oder? Also. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Chantal Kopf. Also ich hoffe, dass wir die wichtigen Klimafragen hier auch noch diskutieren. Die Antwort auf diese Frage ist für mich ganz klar, ja, Nebeneinkünfte von Abgeordneten müssen transparent sein. Ich verstehe sowieso nicht, warum man neben diesem wirklich gut bezahlten Abgeordnetenjob noch Nebeneinkünfte braucht, aber das ist eine andere Frage. Und darüber hinaus müssen die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, mit wem Abgeordnete sich treffen. Deswegen brauchen wir auch ein Lobbyregister, wo das transparent gemacht wird, wie es schon im Europaparlament der Fall ist. Das brauchen wir auch endlich in Deutschland. Dankeschön.
Julia Söhne, bitte. Da kann ich mich vollumfänglich anschließen. Wir brauchen offengelegte Nebeneinkünfte und vor allem Lobbyregister. Wir hätten den gerne durchgesetzt. Er ist an der CDU leider gescheitert. Und ich hoffe, dass wir ihn in einer neuen Regierung ohne die Union dann durchsetzen können. Dankeschön. Und Tobias Pflüger. Ja, machen wir es doch einfach mal ganz konkret. Das Problem war einfach, dass insbesondere im Bereich der CDU-CSU-Fraktion es unglaublich viele gab, die Nebeneinkünfte zum Beispiel durch diese Maskenverkäufe hatten. Und wir bisher ein dreigliedriges System hatten, wo es nur Allgemeinsummen angegeben werden mussten. Was wir brauchen, ist eine direkte, offene Transparenz. Was sind die jeweiligen Nebeneinkünfte? Und der Hinweis ist völlig richtig. Man kann auf Nebeneinkünfte völlig verzichten, wenn man das Abgeordnetenmandat vernünftig wahrnimmt. Dankeschön. So. Dazu. Oh, es gibt einen Sender. It's getting hot in here, so I'll take off all your clothes. Ich wollte 30 Sekunden. Einfach Folgendes nochmal zu bedenken geben. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es im Bundestag nicht nur Menschen gibt, die Beamte sind, sondern dass es auch Leute gibt, die in ihrem Leben schon mal was geschafft haben, die vielleicht, das denke ich, ist überwiegend mit Pfui zu kommentieren hier. Aber ich freue mich einfach, dass da auch Landwirte sind, dass da Handwerker sind und dass andere Menschen, die im Leben erfolgreich gearbeitet haben, auch repräsentativ da sind. Ich würde auch fast deswegen sagen, das heimlich machen, was sie nebenher machen, oder? Das widerspricht heimlich? Sich ja auch gar nicht, würde ich sagen. Widerspricht sich nicht. Und noch ein kleiner Fakt. Es gab bisher dokumentiert 46 Korruptionsfälle so in der jüngeren Geschichte, sage ich mal, 35 davon, also 76% waren von der CDU-CSU. Das ist ein kleiner Fakt mal reingegeben und wir gehen weiter. Wunderbar. Und zwar sind jetzt ganz viele Themen sehr kurz gekommen. Wir hoffen auf euch, das Publikum, dass ihr eure Fragen noch zum Ende hin reinbringt, wo wir nochmal eine Chance haben, eine Frage zu diskutieren. Wir werden jetzt aber direkt einfach mal fragen, wer hat euch in diesem Blog am meisten überzeugt? Am besten macht das Publikum von zu Hause aus. Ihr habt das hier tatsächlich recht gut durch euer Applaudieren und so weiter kenntlich gemacht. Wir springen einfach weiter, denn wir haben unfassbar viel zu tun vor der Bundestagswahl. Und es geht in den WTF-Blog 3. Piu, 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 Waffen sind geil, ist der Untertitel davon. Ja. Und es geht um Außenpolitik, EU, Waffen, Migration. Genau, wir haben hier ein klares Stimmungsbild von zu Hause. Vielen Dank dafür. Und wir starten wieder mit der vervollständigen Sie diesen Satzrunde, beziehungsweise vervollständigt diesen Satz. Wir fangen an mit Deutschlands Rolle in der Welt ist. Bitte einfach nur den Satz beenden. Martin von Marschall, starten Sie bitte. Starte bitte. Deutschlands Rolle in der Welt ist seit der Wiedervereinigung behutsam Stück für Stück gewachsen und sie wird, weil sehr viele Dinge sich global verändern, auch der Zukunft weiter wachsen müssen. Und deswegen brauchen wir vor allen Dingen mit Frankreich eine starke Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Claudia Raffelischen. Deutschland als Rolle in der Welt ist völlig überbewertet, aber dennoch haben wir unseren Anteil an der NATO zu leisten und und da auch mit mehr Geldern die NATO zu unterstützen. Deutschlands Rolle in der Welt ist erstens zu beweisen, dass eine Industrienation klimaneutral werden kann und zweitens, Deutschlands Rolle in der Welt wird es künftig nur innerhalb eines starken Europas geben, das Deutschland unbedingt endlich stärken muss, sich endlich für eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik engagieren muss, für eine klimafreundliche und menschenrechtsorientierte Handelspolitik. Da hat die Bundesregierung in den letzten Jahren immer nur Wirtschaftsinteressen über all diese anderen wichtigen Anliegen gestellt. Deswegen, Deutschlands Rolle in der Welt muss endlich ernst genommen werden mit der Verantwortung, die damit einhergeht. Ohne Luft zu holen, alles auswendig aufgesagt. Geil. Julia Söhne, bitte. Also Deutschlands Rolle ist als fünftgrößte Industrienation eine wahnsinnig wichtige. Deshalb müssen wir Vorreiter beim Thema Klimaneutralität sein. Wir müssen aber zum Beispiel auch unserer Rolle in Europa gerecht werden. Und deshalb muss das Sterben im Mittelmeer ein Ende haben. Und wir müssen endlich eine gescheite Europapolitik machen.
Tobias Pflüger. Deutschlands Rolle in der Welt sollte genau so sein, dass sie eben vorbildhaft sind. Und es ist zum Beispiel so, dass wie mit Menschen, die fliehen, umgegangen wird, ist eben nicht vorbildhaft, sondern dass Menschen zum Beispiel durch eine Agentur wie Frontex daran gehindert werden, hierher zu fliehen, ist einfach unerträglich. Und selbstverständlich müsste es so sein, dass es quasi ein Abrüstungsweltmeister ist, Deutschland, und nicht ein Aufrüstungs-Champion, wie es im Moment gerade der Fall ist. Dankeschön. Der nächste Satz zu vervollständigen beginnt mit Putin würde ich. Wer mag, darf da auch Daddy vorne einfügen. Und ich würde aus irgendeinem Gefühl, ich weiß auch nicht genau warum, ich würde den einfach so direkt so nach links weitergeben. Tobias Pflüger, bitte, mit Putin würde ich... Klartext reden über die repressiven Verhältnisse im Inneren und versuchen im Äußeren nicht quasi das zu machen, was diese Bundesregierung gerade macht, nämlich Stück für Stück Russland zu einem Feindbild aufzubauen. Was wir brauchen, ist den alten sozialdemokratischen Ansatz, Wandel durch Annäherung und nicht quasi ein neues Feindbild Russland. Und ja, es sind intern in Russland repressive Verhältnisse, aber das kann man auch, glaube ich, sehr deutlich sagen. Ein ganz ernstes Wort zum Thema Menschenrechte und Demokratieverständnis und auch klar machen, dass bestimmte Handelsbeziehungen an Menschenrechte zum Beispiel gebunden sind und eben nur dann auch Vereinbarungen treffen, wenn nicht weiter Menschen wie Nawalny in Gefängnissen festgehalten werden. Mit Putin würde ich genau aus diesen Gründen kein Pipeline-Projekt Nord Stream 2 realisieren, wie es alle anderen Parteien hier wollen, wie es die Linke will, wie es die SPD will, wie es vor allem auch die Union will. Das muss gestoppt werden. Wir können aus klimapolitischen Gründen, aus Menschenrechtsgründen nicht einfach sagen, ja, wenn es um die Wirtschaft geht, wenn es um unsere fossile Energieversorgung geht, da drücken wir da mal ein Auge zu. Deswegen ganz klar kein Nord Stream 2 Projekt, endlich eine klare deutsche und europäische Haltung gegenüber autokratischen Staaten wie Russland. Und das gilt nur für Russland. Der Shots fired! Mit Putin würde ich nur ungern Wort wechseln müssen. Wenn ich es müsste, würde ich ihm die Leviten lesen wegen der Menschenrechtssituation in Russland, aber das ist für mich indiskutabel. Ja, ich fürchte, es bleibt bei aller Bedrohung durch Russland trotzdem nichts anderes übrig, als mit Putin zu reden. Und ich würde ihn eigentlich ganz gern mal fragen, warum er glaubt, dass er sein Land durch die Unterdrückung der Menschen im Inneren voranbringt und warum er glaubt, dass er sein Land durch die Destabilisierung seiner Nachbarländer oder durch die Aggression gegenüber seinen Nachbarländern voranbringt. Das hat sich mir wirklich noch nicht erschlossen. Vielen Dank. Wir machen direkt weiter mit einer weiteren Satzvervollständigung, und zwar: Migration ist immer noch. Und wir gehen direkt wieder hier rein. Was ist Migration? Sorry. Ja, Migration ist eins der ganz, ganz, ganz großen Themen unserer Zeit. Und wie ich vorhin schon... Ist das eine Phrase? I don't know. Das ist eine Phrase. Das ist eine Phrase. Das Migration ist eines der großen Themen unserer Zeit. Okay. Also Migration ist ein Thema, was uns insbesondere entwicklungspolitisch herausfordert, wie ich vorhin schon erläutert habe. Deswegen ist es vor allen Dingen geboten, dass wir unsere Nachbarschaft südlich des Mittelmeers mit Afrika stärken, damit die Menschen dort eine eigene Zukunft haben. Was bedeutet mit Afrika? Was bedeutet Afrika? Welche Staaten konkret, um welche Länder geht es? Naja, Afrika hat 54 Staaten. Es geht natürlich, ich habe es ja vorhin angedeutet, vor allen Dingen um die Staaten südlich der Sahara. Aber auch die Stabilität im Maghreb ist alles andere als gegeben. Aber wir haben, also das, vielleicht darf ich da mal 3 Sekunden Denn? Ausnahmsweise überziehen. Senf? Zum Beispiel im Haben Maghreb. Sie noch Senf? Es gibt noch. Zeit ist auch gar nicht gelaufen, genau. Wollen Sie noch einmal, willst du noch einmal einen Senf dazugeben? Ja. Verzeihen Sie gerne. Ich habe ja die Frage gestellt, deswegen finde ich schon fair, da auch antworten zu lassen. I'm sorry. Ja. Magst du nochmal? Sorry. Nein, ich wollte einfach sagen, Europa hat da insofern große Aufgaben, weil wenn wir uns nicht um die Partnerschaft mit Afrika kümmern, jemand anders macht es nicht.
Ich habe dort gesehen, zum Beispiel in Marokko stehen die größten Thermosolaranlagen der Welt. Und dort könnten in Zukunft auch übrigens grüner Wasserstoff produziert werden, den wir hier so dringend brauchen. Und das würde aber den Menschen dort auch helfen. Das ist nur eine kleine Anregung für das, was ich mir unter Zusammenarbeit mit Afrika vorstelle. Senf. Es gab einen Senf. Aber wollen wir erstmal die Runde trotzdem durchmachen? Weil dann kann man vielleicht das auch aber da dann einbauen. Ist doch völlig der Bezug unklar. Ich würde das jetzt noch machen. Gut, let's go. Bitte. Ich habe hier auch noch ein paar Senf, wenn du noch was brauchst. Senf für alle. Ist zu sozialistisch, wenn man das teilt, finde ich so. Sie möchten noch. Ich will einfach mal kurz Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten, schön und gut. Die Realität, die gerade stattfindet, ist, dass nichts anderes stattfindet von dieser Bundesregierung aus als Migrationsabwehr. Und dafür gibt es Militäreinsätze, dafür gibt es Agenturen wie Frontex. Und das findet auf eine Art und Weise statt, die einfach hochgradig unmenschlich ist. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass bei der Frage Migration, würde ich sagen, ja, sie ist notwendig, ja, sie ist richtig und ja, wir unterstützen sie. Und nicht quasi so, wir machen irgendeine Zusammenarbeit mit Afrika, weil de facto ist es dort nichts anderes wie Migrationsabwehr und die ist richtig schlimm. Claudia Raffelhüschen, Migration ist immer noch eine Frage der Qualifikationen. Ich bin für qualitativ. Bitte sprechen Sie einfach weiter. Wir haben 30 Sekunden. That's racist. Also ich will mich diesen Phrasen nicht anschließen. Für mich geht Migration mit Integration einher. Und weil Bildung mein Thema ist, bin ich dafür. That's kind of problematic as well. Danke. Wir haben noch mal, Verzeihung, du hast noch mal... Ich habe Ihnen Sekunden geklaut, Sie können gerne noch mal draufsetzen, wenn Sie möchten. Alles klar. Migration wird in unserer Gesellschaft leider immer noch nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet, obwohl wir natürlich unbedingt Fachkräfte aus dem Ausland benötigen, aber vor allem auch, weil wir natürlich als Industrieland eine Verantwortung haben, auch gegenüber dem, was in anderen Teilen der Welt passiert und dafür, wenn Menschen ihre Heimat verlieren, weil dort Krieg herrscht, weil sie die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen. Deswegen müssen wir Migration als Selbstverständlichkeit betrachten, legale, sichere Fluchtwege schaffen, Integration verbessern, Aufnahmeprogramme auflegen. Migration ist leider noch immer nicht legal und ich finde, dass das Sterben auf dem Mittelmeer aufhören muss. Wer vor Krieg, Hunger, Angst und Tod zu uns flüchtet, der muss hier auch willkommen sein und muss hier aufgenommen werden. Und deshalb müssen wir legale Fluchtwege schaffen. Ich finde es gut, wenn Julia, du das so sagst. Das Problem bei dieser Bundesregierung ist, dass durch den EU-Türkei-Deal ein grundlegender Fehler gemacht wurde in diesem Bereich und man dafür gesorgt hat, dass Menschen überhaupt nicht, wenn sie fliehen müssen, bis hierher kommen können. Und dieser EU-Türkei-Deal muss dringend aufgekündigt werden und es muss genau legale Fluchtwege müssen geschaffen werden. Ich war gerade eben in Bosnien und habe dort Geflüchtete gesehen und die kommen nicht über die Mauern hin in die Europäische Union. Und das muss endlich aufhören. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal die Diskussion aufgreifen, die sich hier entspannt hat. Claudia Raffelhüschen, Sie wollten eben noch, also sorry, du wolltest eben noch was sagen. Und außerdem wurden wir auch informiert oder du hast gesagt, du musst um 10 Uhr gehen. Wir haben hier massiv überzogen und deswegen gerne noch mal die Zeit nutzen, die jetzt noch hier verbracht. Genau. Die Veranstaltung. Also, ich wollte jetzt gerne noch mal fragen, ob du noch etwas dazu sagen möchtest. Weil wir gerne auf jeden Fall dieses Thema noch abschließen würden. Ansonsten sind wir auch noch bei einer kleinen Ja-Nein-Runde. Wette dafür noch zu haben. Das schaffen wir wahrscheinlich noch mit einer kleinen Schilderrunde. Na klar. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe, ich weiß nicht was, 100, 200 Podiumsdiskussionen gemacht im Leben. Das ist die absehbarste Veranstaltung, an der ich jemals teilgenommen habe.
Und es ist davon abgesehen auch die am schwachsten moderierteste gewesen. Das muss ich leider mitgeben. Juhu! Das war ein Roast. Das war ein Roast. Und das bedeutet, wir sind unserem Namen gerecht geworden. Das finde ich völlig herrlich. In Ordnung. Check ich. Danke. Verstehe ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Alles klar. So, wir würden jetzt einmal noch die Ja-Nein-Fragen durchgehen und dann würden wir quasi in die Abschlussstatements schon einleiten. Da kann jede Kandidierende nochmal selber entscheiden, worauf der Fokus gelegt werden soll. Und das heißt, wir würden einmal durchstarten mit einer Frage. Und zwar geht es einfach ganz grundsätzlich darum, sollte es eine europäische Armee geben, ja oder nein? Es gibt einmal noch einmal die weitere Frage. Wir springen einfach ein bisschen. Genau. Ja, die Frage ist, eine gemeinsame europäische Armee, ja oder nein? Alles klar. Wunderbar. Dann gehen wir in die nächste Frage. Oder beziehungsweise ein Aussagesatz. Deutschland soll das 2%-Ziel für den Verteidigungshaushalt zeitnah erreichen, also 2% seines Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung stecken. Zweimal ja, dreimal nein. Wunderbar, vielen Dank. Und die nächste Frage? Deutsche Waffenexporte ausnahmslos verbieten. Alles klar. Und dann gehen wir in die Frage, ist Carola Rackete eine Verbrecherin? Ja oder nein? Einmal. Genau. Möchte jemand kurz erklären, wer Carola Rackete ist? Kapitänin, die in den Hafen eingefahren ist, obwohl sie es offiziell nicht durfte. Für mich ist sie keine Verbrecherin, für mich ist sie Heldin, weil sie Menschen konkret gerettet hat. Und wir haben die nächste Frage. Sollten Verstöße gegen Menschenrechte in EU-Mitgliedstaaten mit Sanktionen oder Austrittsforderungen bestraft werden? Also härtere Sanktionen für Menschenrechtsverstöße in der EU. Ja oder nein? Es sind ja Sanktionen. Gut, wir gehen weiter in die nächste Frage. Oder es gibt Senf für Zoll, Kopfgeld hier. Und zwar... Verstößt Deutschland, die Schulden der Mitgliedstaaten in der EU verallgemeinern? Ja oder nein? Alle Schulden in der EU verallgemeinern? Einmal noch die nächste Frage. Ich finde es schwierig. Schulden innerhalb der EU verallgemeinern? Ja oder nein? Einfach mal so perspektivisch. Das heißt genau, dass man zum Beispiel eben sich anschaut, wie man als gemeinsame Europäische Union die Schuldenhaushalte ausgleicht, einfach als Version. Das gibt es derzeit nicht so viele, die das gerade konkret in konkrete Planungsumsätze, also die da was Konkretes vorgestellt haben. Aber es gibt immer wieder die Forderung, dass man damit sozusagen einige Finanzkrisen hätte verhindern können oder nicht. Also das ist einfach ein... Ob ihr das seht, dass das irgendwie scheiße wäre oder gut wäre, einmal ja oder nein. Schulden verallgemeinern. Richtig, also dass Schulden zum Beispiel erlassen ist und dass man einen gemeinsamen Finanzhaushalt hat, in dem man solidarisch füreinander einsteht? Ja, also es ist nicht unbedingt ein Schuldenerlass, sondern das ist halt ein Schulden verallgemeinern. Das bedeutet, die Schulden werden trotzdem bezahlt und es wird quasi ein gesamtes EU... ich finde es geil, wir haben so lange darüber geredet, dass das Publikum selbst einfach ja, nein, ja. I don't know ist. Und ich glaube, damit können wir die Frage vielleicht auch einfach... Gut. Nächste Frage. Verstößt Deutschland derzeit gegen Menschenrechte? Ja oder nein? Ist da... Ja? Okay, alles klar. Gut, danke schön. Soll die Nord Stream 2 Erdgaspipeline in Betrieb genommen werden? Nord Stream 2, ja oder die nein? Die steht, soll man sie anmachen? Man kann sie abbauen.
Wie bitte? Die Frage war, also das Ding ist fertig, die Frage war, ob sie quasi in Betrieb gesetzt wird. Wir lassen hier niemanden ungefragt ohne Senf reden, es sei denn, wir werden explizit dazu aufgefordert oder sie investieren hier ihren Senf. Wir kommen schon zu den Abschlussstatements, weil die Veranstaltung in der Tat bis 22 Uhr geplant war. Wir haben so viel mehr Fragen, wir brauchen so viele mehr Antworten. Aber wir gehen gleich schon mal in die Feuerrunde und das bedeutet, ihr alle dürft noch mal 60 Sekunden feuern. Wir haben das Ganze ein bisschen angelehnt an die Fragen oder an die Statements, die die Parteien uns mit ihren Wahlkämpfen mitgeben. Und deswegen würde ich auch einfach mal, Claudia Raffelhüschen, du musst ja als erstes los, deswegen, was genau gibt es denn jetzt alles zu tun und warum sollen wir die FDP und damit dich wählen? 60 Sekunden Zeit, einmal go. Weil es jetzt einfach wieder aufwärts gehen muss in diesem Land. Wir müssen Schulden abbauen, wir müssen Leute in Beschäftigung bringen, wir müssen uns um Bildung kümmern und um soziale Gerechtigkeit. In 10 Sekunden alle Themen einmal genannt. Fantastisch, Dankeschön. Dann gehen wir weiter an die Grünen. Bereit, weil du es bist. Für was bin ich denn jetzt bereit? Oder breit? Also tatsächlich glaube ich, dass sehr, sehr viele Menschen in diesem Land bereit sind für eine neue Politik. Gerade hier in Freiburg, gerade in unserer Region sind sehr viele Menschen bereit für eine neue Politik, die sich allen voran der Klimakrise stellt. Also das ist wirklich die große Aufgabe der nächsten Bundesregierung. Das ist die letzte Regierung, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann. Und das wird nur passieren mit starken Grünen in der nächsten Bundesregierung. Und deswegen trete ich auch bei dieser Bundestagswahl an, ja, Frau Raffelhüschen, als junger Mensch, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mehr junge Menschen im Parlament brauchen, dass es einfach um die Zukunft unserer Generation geht. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Darum geht es bei der Bundestagswahl und hier im Wahlkreis Freiburg kämpfe ich für das Direktmandat. Bisher ist Herr Martin von Marschall der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete hier im Wahlkreis. Wir Grüne waren ihm ganz dicht auf den Fersen mit 2,3% trotz unseres Bundesergebnisses. Deswegen diesmal klappt das grünes Direktmandat hier im Wahlkreis Freiburg. So, jetzt SPD, Julia Söhne. Aus Respekt vor deiner Zukunft. Was bedeutet das? Habt ihr Angst vor der Zukunft? Was soll jetzt passieren? Was bedeutet das für mich? Aus Respekt vor deiner Zukunft heißt, dass wir die Herausforderungen jetzt angehen, zum Beispiel beim Thema Klima. Chantal Kopp hat gesagt, die Bundesregierung wird die letzte sein, die was am 1,5-Grad-Ziel erreichen kann und was effektiv dafür tun kann. Wir müssen aber noch viel mehr tun. Wir müssen die Wohnungskrise in den Städten in den Griff bekommen mit dem Mietenstopp. Wir müssen die Ungleichheit in unserem Land und die Schere zwischen Arm und Reich zusammenkriegen, indem wir eine Vermögenssteuer einführen. Und wir müssen die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern verbessern, indem wir bessere Arbeitsbedingungen für unser Pflegepersonal schaffen. Und all diese Herausforderungen, an denen möchte ich gerne mitarbeiten als direkt gewählte Abgeordnete hier aus Freiburg. Und Chantal Kopf hat es vorhin gesagt, sie ist über die Liste schon sicher drin. Das heißt, es geht darum, dass wir zwei junge, progressive Frauen in den Bundestag schicken. Und ich wünsche mir, dass wir ein rot-grünes Signal hier von Freiburg ausschicken und eben zwei junge Frauen im nächsten Bundestag für Freiburg drin sitzen haben. Ja. Das ist gut jetzt. Darauf eine Antwort. Ich bin gespannt. Ja, die Senftube habe ich mir aufgehoben, weil mir völlig klar war, dass wieder Julia Söhne das Schlussstatement nach mir haben wird und da immer genau dieses Argument kommt. Ich möchte nochmal sagen, ich möchte, dass dieser Wahlkreis nicht mehr von einem CDU-Abgeordneten direkt im Bundestag vertreten ist. Und bei der letzten Bundestagswahl hätten wir Grüne den Wahlkreis fast gewonnen, das fast gerockt, trotz unseres einstelligen Ergebnisses auf Bundesebene. Deswegen, ich kämpfe für einen Wechsel im Wahlkreis und den gibt es nur mit Grünen. Und ja, ich habe mir diesen Listenplatz erkämpft, auch das ist ein starkes Zeichen, dass ich was im Bundestag für den Wahlkreis erreichen werde. Wow. Bitte. Ja, jetzt ziehe ich auch natürlich den letzten Senf. Also so in den Umfragen hier in Freiburg liege ich gerade knapp vorne, was mich total freut. Ich habe ein ganz tolles, großes Team. Ich werde unter anderem auch von vielen Linken hier in Freiburg unterstützt, was mich auch sehr ehrt.
Und ich finde, es geht einfach darum, wir haben eine Abgeordnete schon sicher drin und es geht eben darum, zwei junge Frauen in den Bundestag zu haben. Und ich finde, wir sollten nicht nur eine nehmen, sondern einfach zwei gute Frauen von Freiburg nach Berlin. Es war irgendwo ganz schön, so auf einer verbalen Ebene hat Julia Söhne gerade Chantal Kopf so umarmt und Chantal Kopf war so und Julia Söhne war wieder und das fand ich ganz, also witzig, da lasse ich es mal. Gut. Und an die CDU, mit wem? Ich würde gerne die Frage auch noch beantworten. Ja, wir haben so eine Mixture-Reihenfolge jetzt zum Ende, mal was Wildes, mal was ausprobieren. Fuck it. Wir probieren ganz gerne mal was. So, wir gehen weiter an die CDU. Und zwar, mit wem machen Sie denn jetzt Deutschland gemeinsam? Also, was bedeutet das, Deutschland gemeinsam machen? Also erstens bedeutet es, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen der nächste Bundeskanzler wird. Und zwar aus besten Gründen, weil er das größte Bundesland in Deutschland sehr erfolgreich führt. Mit einem Kabinett, in dem alle Kabinettsmitglieder die ihnen zugewiesenen Aufgaben sehr eigenständig, sehr souverän und sehr gut machen. Und deswegen bin ich auch sicher, dass er ein herausragendes Kabinett führen kann und genau der Richtige ist, der Deutschland im Kanzleramt in die nächste Legislaturperiode führen wird. Und ich bin ziemlich sicher, dass es noch die ein oder andere Option für Koalitionen geben wird. Heute hatte ich den Eindruck, dass eigentlich nur eine von den hier anwesenden Kandidierendinnen, oder wie heißen die, also dafür in Frage kommt. Aber vielleicht ändert sich das noch. Aber ich habe noch eine ganz kurze Frage, weil ich das einfach sozusagen mir im Vorhinein mich gewundert hat, oder beziehungsweise wie geht man damit um, erst den anderen Kandidierenden zu unterstützen, also Markus Söder, ganz klar seine Unterstützung für Markus Söder auszusprechen und dann eben jetzt mit gewissem Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen. Man geht damit um als guter Demokrat und vor allen Dingen auch als einer aus einer Volkspartei, der sagt, derjenige, der es ist, den unterstützen wir und da kämpfen wir zusammen. Bei Frau Baerbock und Herrn Habeck, die haben es halt irgendwie da, ich weiß nicht, wie auch immer ausklamüsert, aber gerade die Partei, die so viel Wert drauf gelegt hat, immer in der Vergangenheit in solchen ultrademokratischen Prozessen die Dinge zu bestimmen, haben es ja gerade nicht gemacht. Ich unterstütze den Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sehr gerne und bin ganz sicher, dass wir ihn als Bundeskanzler der nächsten Legislaturperiode haben werden. Alles klar, vielen Dank. Ich fand's ganz schön, als Sie gemeint haben, die ganzen MinisterInnen führen ihre Ausgaben eigenständig und gewissenhaft aus, weil das ist so eine Formulierung, die ich so aus der Grundschule, aus diesen Heften noch kenne, wenn man so, kann gewissenhaft seine Hausaufgaben machen, kann eigenständig schreiben und lesen. Das fand ich ganz schön als Formulierung von Ihnen. Die Linke. Soziale Gerechtigkeit wählen. Wieso wähle ich soziale Gerechtigkeit, wenn ich die Linke wähle? Und was heißt eigentlich dieses Wort, das komplett leer gesprochen wurde? Hat das irgendeinen Inhalt? Und Sie, Entschuldigung, also 8%, nee, es wird doch eh nichts. Seien wir ehrlich, es wird nichts. Warum treten Sie an? Das ist die eigentliche Frage. Also genau der heutige Abend hat ja gezeigt, dass wir Druck brauchen im Bereich ökologischer Politik, insbesondere im Klimabereich. Wir brauchen im Sozialbereich Druck und da ist es so, dass wir uns insbesondere in diesem Mietenbereich intensivst dafür einsetzen, dass es endlich zu so einem bundesweiten Mietendeckel kommt. Und es braucht insgesamt einfach einen Druck, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Wir haben eine Transformation vor uns in diesem Bereich der Industriegesellschaft und es ist ganz offensichtlich, dieser Druck, der kommt durch die Linke und ich will eine persönliche Anmerkung noch machen. Die beiden sollen sich ruhig über das Erstmandat balgen. Wenn man will, dass es weiterhin einen linken Abgeordneten aus Freiburg gibt, muss man mit Zweitstimme Linke wählen, weil nur dann ist es weiterhin möglich und das wäre meine Bitte an alle. Jetzt würde mich doch ziemlich interessieren, wen ladet ihr denn jetzt zu eurer nächsten Grillparty ein?
nach all diesem Gerede. Wer ist dabei? Wer ist raus? Wer ist im Bundestag? Das ist die übertragene große Frage. Wen ladet ihr zu eurer nächsten Grillparty ein? Ihr könnt von zu Hause einmal abstimmen. Und ja, wir müssen leider an diese... Ansonsten können wir vielleicht schon mit den Danksagungen anfangen. Genau. Erstmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an euch, liebe Kandidierende, dass ihr euch diesem Format gestellt habt, dass ihr alles hier mitgemacht habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Es war sehr lang, es war sehr heiß. Wir freuen uns extrem, dass diese Veranstaltung wieder live im Jazzhaus möglich war. Wir sagen ein riesengroßes Dankeschön auch an euch, liebes Publikum, dass ihr hier vor Ort uns unterstützt habt, dass ihr dabei wart und dass ihr euch so sehr heftig auch interagiert habt hier mit uns. Ein ganz großes Dankeschön an euch und an die Kandidierenden. Ich bitte um einen riesigen Applaus hier einmal für alle Kandidierenden live und für euch selber. Vergessen natürlich, ihr da zu Hause, sehr, 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 sehr stark, dass ihr immer noch Livestream schaut. Wir werden das wahrscheinlich auch noch weiter brauchen. Und deswegen ist es total cool, dass ihr mit von zu Hause so aktiv mitgemacht habt. Es ist super schön zu sehen, dass ihr da seid. Und jetzt würde ich gerne allen denen danken, die das hier möglich gemacht haben. Das ist eine riesengroße Gruppe an Ehrenamtlichen, die diese Veranstaltung hier zum vierten Mal möglich gemacht haben. Allen voran die Hauptorganisation, das Hauptorganisationsteam des WeTalk Freiburg Teams. Das sind Dorothea Schieber, Lukas Keller, Moritz Brotz, Johanna Schamer, in der Öffentlichkeitsarbeit, vor allem Lara Trunz, das Kamerateam, das hier vor Ort ist, einmal Bernhard Ruchti, Alex Schröder, Leonard Wölfel, wir haben Nikolas Schewe, Anna Nell und Niklas Reuter, am Ton Markus Heinzel, wir haben am Lichtpult Sophia Kilian, technische Leitung nochmal Moritz Bross, die Interaktion ein gewisser Robert Hensle, am Einlass war Theodor Lammich und Hanna Hahn und allem großen Rest in der Konzeption und Technik des WeTalk Freiburg Teams, vor allem Ronja Schmors und Jeremy Schenk. Einen riesigen Applaus an euch. Vielen Dank, dass ihr eure Herzblut und eure Arbeit hier reinsteckt. Ich sag auch nochmal ganz großes Dankeschön an das Haus der Jugend. Einfach geile Kommunikation. Schön, dass ihr auf unseren Plakaten steht. Vielen Dank. Und dann auch noch ein großes Dankeschön an das Jazzhaus fürs kurzfristige Einspringen, denn ihr habt diese Veranstaltung letztendlich möglich gemacht, sonst wäre sie fast in die Hose gegangen. Stark. Danke ans Artig, vor allem an Hanna Hahn und Harald Deschler für den großartigen Support. Anstatt Jugendring, ich ratter noch kurz durch. Landesjugendring, Baden-Württemberg-Stiftung, wir sind hier, Demokratie leben, der Ring politischer Jugend Freiburg und auch für alle, die uns die Informationen zur Verfügung gestellt haben, zum Beispiel WELBA 2021, der Landeszentrale für politische Bildung, informiert euch weiter. Es ist essentiell, dass ihr diese Angebote wahrnehmt und dass ihr vor allem einfach immer weiter lest und informiert bleibt, denn es gibt so viel zu tun und so viele Themen. Vielen Dank, Maya. Vielen Dank, Joni. Vielen Dank euch ins Publikum. Und ganz großen Dank an die Kandidierenden. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie hier geblieben sind. Es hat uns alle sehr gefreut. Und wir hoffen, wir freuen uns auf die nächsten zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Und dann schauen wir mal, wer von Ihnen nach Berlin fährt. Vielen Dank an alle. Und jetzt ihr von zu Hause, ihr könnt auch noch mal ganz bewusst mitklatschen. Da gibt es einen Button und ihr könnt einfach mal unser Klatschen, euer Klatschen hier in den Raum reinschicken. Das dauert jetzt 5 Sekunden. Aber dann gibt es noch ein interaktives, digitales Klatschen von zu Hause aus. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke für all eure Interaktion und euren Support. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich wisst ihr jetzt mehr, wen ihr wählt und ihr seid noch verwirrter. Das ist der Prozess der Demokratie, I guess. Vielen Dank. Ja, noch mal.